Papa, kannst du das auch? Klar. Wie bitte? 400 Euro mache ich sofort. Geht ruckzuck. Schon überwiesen. Geht ruckzuck. Geht ruckzuck und ohne Zusatzgeräte. Mobil überweisen mit Push-Dann. Seit wann hat der überhaupt ein Smartphone? Des Showdowns. Jetzt geht's los. Gott mit uns. Kickers Offenbach. Jetzt geht's los, der OFC. Im Angriff, dann über die halblinke Verbindung. Der Ball erst einmal im Aus. Aber Einwurf wird's geben für die Unsrigen. Ja, so ist es. Der lange Ball wurde per Kopf geklärt hier. In Seitenaus auf die linke Seite. Dennis Schulte, der wartet da auf einen Ball und da bekommt er ihn auch. Und genau Mitte der Magdeburger Hälfte wirft er weit, weit ein auf Kapo, der per Kopf auf Benny weiterleiten wollte. Magdeburg kann den Ball erst einmal klären. Mal gucken wir. Das macht Schulte sehr, sehr gut. Was gibt's da? Ja, er gibt einen Freistoß. Schulte soll da gesperrt haben. Kann man geben, war schon okay. Aber ist nicht einverstanden damit, aber ist okay. Schiri sagt halt, ganz enge Linie hier. Das war reingestellt, der Körper ein bisschen rausgestellt, das Gesäß und schon. Ah, nee, es gibt Einwurf. Er sagt, Schulte hat den berührt. Einwurf verlängert und da ist erst einmal Stefano Meyer mit links der Ball Richtung Mittellinie geschlagen. Aber Kopfballsieger Magdeburg, Einwurf gibt es für den OFC. Ja, ja, und das in der eigenen Hälfte, die Magdeburger Fans, die strengen sich an, die machen hier schon mächtig Krach, ganz klar. Aber das sind die Offenbacher Fans, die ihr dort hört. Ja, da hört ihr es, Fußballhauptstadt Ole, Kickers OFC, ganz klarer Fall. So, jetzt erst einmal Kopfballduell, aber der kleine Mangafetsch, der hat ihn auf dem Schlappen, beziehungsweise auf der Brust gehabt. Jetzt Mittelfeld, die Magdeburger zurückkommen über halblink. Aus ist auf der linken Seite, sind sie aufgepasst. Es gibt einen Freistoß, jetzt zeigt er gleich gelb. Das ist übertrieben, Monika Gelb. Er geht doch einfach rein. Es gibt einen Pressschlag und dann fällt er über den Mocki drüber. Dafür darfst du doch nie und nimmer nach einer Minute 30 Gelb geben. Ja, das ist schon wirklich für eine Partie dieser Größenordnung nicht wirklich schlau gemacht vom Schiedsrichter. Weiß ich nicht, war eigentlich jetzt kein überhartes Spiel. Nein, er geht hin und es gibt einen Pressschlag. Der Mocki ist halt da, wo er bei einem Tackling hingehen muss. Er kann das Ding pfeifen, aber da gebe ich doch nicht gelb. Also das ist deutlich übertrieben. Aber es gibt da von der linken Seite, ja Mitte der Kickershälfte, so locker 10, 15 Meter versetzt vom Strafraum-Eck heraus, gibt es einen Freistoß und die haben mit dem Nico Hammann einen topgefährlichen Freistoßschützen, einen Assistschützen. Der hat 8 Assists, 10 Tore selber gemacht. Also da müssen wir aufpassen, was denn da jetzt ein Ball reinkommt und vorne der Stürmer. Der Fuchs, der ist 1,96, eine Riesenaufgabe heute für Mocki. Luft anhalten, 2 Minuten 18 gespielt, Freistoß für Magdeburg. Ich glaube, der Rechtsfuß. Haben wir das Spray dort unten auf den Rasen gebracht, damit die Mauer sich nicht hier bewegt. Und die Magdeburger Fans, die erwarten jetzt den Freistoß. So sieht's aus, mit rechts wird er treten, das muss eigentlich der Hammann sein. Nein, doch, der links läuft rüber. Der Ball kommt gefährlich kurz in den Strafraum. Erst einmal geklärt von Benny Pintol. Und Capo hat den Ball erlaufen. Jawohl, Capo, der tritt jetzt mal an und da springt er nochmal gegen das Bein. Ball im Aus und da gibt's einen Wurf. Dennis Braun schreit, hey Superfanradio, stehe hier weit oben im Gästeblock und schreie euch den Ball ins Magdeburger Tor. Grüße an alle daheim gebliebenen und an Herrn Reich-Ranitzky, den habe ich gerade am Wurststand bekommen sehen. Der babbelt auch bestimmt wieder gleich ein rein. Dennis. Ja, ich habe dem Dennis gerade mal gewunken. Vielleicht hat er ja geschaut. Einwurf gibt es da für Magdeburg an der Mittellinie. Weit auf die rechte Seite geworfen. Kopfballduell. Mocki steigt dann hoch. Köpft ihn erst einmal raus. Nächster Kopfball. Und wieder Chasula. Per Kopf der Mühe. Kommt nicht ran. Und das ist Puttkammer hinten, der sowas wie ein Ausputzer spielt. Die spielen ja, wenn sie offensiv ausgerichtet sind, hinten mit einer Dreierkette in einem Fünfer Mittelfeld und zwei Stürmern. Alles im Aus. Da habe ich Grüße von Niklas Höf. Der kommt aus Koblenz und auch in Koblenz, ja, ist man natürlich für den OFC. Bitte schafft uns und holt den Klassenhalt. Ja, damit meint er für die Koblenzer. Aber jetzt der OFC zu schnell ausgeführt. Naja, und zur Belohnung dürfen wir nochmal, oder? Noch einmal, das hat dem Schiri nicht gefallen, wie der Capo den Ball spielt. Also hat er gesagt, noch einmal. Ich finde es auch besser, wenn der Schulte den macht und das wird jetzt auch so sein. Dennis Schulte wartet da, ich weiß nicht, was er da diskutiert. Ja, Rico Schmidt ist da unten noch im Disput mit dem vierten Schiri, was gibt's denn da? Ja, Coachingzone wahrscheinlich. Die Coachingzone ist ja wahrscheinlich das blaue Ding da, sie ist halt nicht wie sonst eingekreidet. Das wird wohl dieser Teppich da unten sein, auf dem die Ersatzbänke stehen. Die haben sich immer noch was zu erzählen, aber das Spiel geht jetzt weiter. Da schauen wir wieder dahin, denn die Offenbacher sind im Ballbesitz. Allerdings jetzt erst einmal Magdeburg. Versuchen es mit dem Crosspass, aber da hat Meier aufgepasst. Nie und nimmer Hand. Nie und nimmer Hand. Eben nicht. Nein, nein, nein. Also, wenn hier der Ball an den Bauch geht, da wird die Hand gebrochen. Einer wäre ja einer, da hätte er irgendwo am Bauch eine dritte Hand. Und dann könnte er auch im Zirkus auftreten. Also hier sollen jetzt alle aufstehen, hier stehen alle auf, wir bleiben sitzen, weil wir sind Kickers und die Kickers bleiben sitzen. Einwurf Magdeburg Richtung Kickershälfte. Erst einmal Meier. Ja, das ist ja ein ziemlich, ja,
Der Fahrer nervös. Er beginnt erst einmal Kapo links. Holt den Einwurf. Ah, 10 Yards Raumgewinn für den OFC. Und die OFC-Freunde aus Hannover grüßen. Aus dem Closed Viewing im Olympiastützpunkt Niedersachsen. Kickers, keep the vibes flowing. Also Manfred Kehm und Co. schreiben das. Und jetzt geht's weiter hier auf der linken Bahn. Da kommt der OFC auf die Magdeburger Fankurve zuspielend, die sich hier die Kehle aus dem Leib schreien. Aber die Offenbacher Fans, die beten Paroli. Und die Mannschaft natürlich auch. Jetzt aber der FC Magdeburg gefährdet. Toller Pass von Hamann. Zentral sind sie da. Abschluss war es dann am Ende von Christian Beck. Aber kein Problem für Daniel Endres. Dieser, ja, eine Rolle war es dann mehr, der auf und sogar knapp neben sein Tor rollte. Stoische Ruhe strahlt er da hinten aus. Der Eckes, für den finde ich das so geil, dass der an sowas hier teilnimmt als Kapitän und Torwart von Kickers Offenbach. Ich habe ihn damals mal am Wiener Ring getroffen, als er keinen Verein hatte und sich fit halten musste. Und da habe ich ihm noch gesagt, wie Daniel, ich wünsche dir so, dass es für dich irgendwo weitergeht. Und ein Jahr später war er wieder bei uns. Und jetzt hier, das kann die vorläufige Krönung sein für ihn. Jawohl, der Jens Köhler, der schreibt, Grüße aus Hawaii, aufgestiegen 2005 Shirt an. Und für Sonntag schon im Gepäck, Gruß vom Kerzebrotzer. Jetzt geht's weiter hier auf dem Feld, denn da hat Eckes abgeschlagen. Die Offenbacher, die kommen schon tief in der Hälfte der Magdeburger. Allerdings erst einmal die Blau-Weißen am Zug. Ja, die versuchen jetzt hier über die rechte Seite zu kommen. Weiter Ball, aber der geht ins Tor aus. Der war dann sehr, sehr ungenau gespielt von Nils Butzen da unten. Ja, dem Recht aus, dem rechten Verteidiger. Wie gesagt, sie haben, wenn sie offensiv sind, also ausgerichtet sind, eine Dreierkette hinten mit Puttkammer, dem Ausputzer. Aber im Moment sieht es eigentlich eher nach einer Viererkette aus. Ganz so unterschätzen werden sie unseren OFC nicht. Da wollte der Markus Müller den Ball irgendwie ins Spiel bringen, aber er spielt ihn selber ins Aus. Einwurf gibt es für Magdeburg. Ja, vor unserer Nase einmal, das heißt relativ mittig ihre Hälfte. Er holt noch ein paar Meter raus da, der Nils Butzen. Das machen sie alle, von der Kreisliga bis in die Champions League. Jetzt ist er an der Mittellinie, da war er nicht im Aus, aber Schiri lässt laufen. Monika köpft das da mal rein auf Müller und Pintol versucht Ordnung reinzubringen. Kapek bleibt erst einmal hängen. Wieder ist es Butzen, der ihm den Ball da abnimmt. Dreht sich, Foulspiel gibt's da, Foulspiel. Benny Pintol will es nicht wahrhaben, aber den gibt es, den Freistoß. Also die Magdeburger sind schon richtig hochkonzentriert bei der Sache, gehen richtig gut drauf, haben ein bisschen mehr vom Spiel, muss man ganz klar sagen. Der OFC ein bisschen in die Defensive gedrängt, ohne dass jetzt groß irgendwie etwas gebrannt hätte. Nein, das sind diese 7 Minuten, wo man sagt, da muss man sich erst einmal finden, relativ, ja, nervös will ich es nicht nennen, aber du musst erst einmal gucken, ob jetzt Fuchs mit der Flanke rein, aufpassen da. Und der erste Eckball, nein, es gibt Abschlag, ja, da war wohl dann doch der Fuchs wohl dran. Nein, nicht der Fuchs, der Beck war wohl dran, der kann es nicht fassen. Der sagt, nö, ich war das nicht, ich hatte eigentlich auch Mocky gesehen. Aber wenn der Schiri sagt Abschlag, dann sagt er nur mal Abschlag. Ralf Fischer schreibt, auf einen Sieg heute für den OFC und dann bin ich live im Stadion am Sonntag. Rot-Weiße Grüße aus Nanjing, Ortszeit 0 Uhr vom OFC-Fan aus Frohnhausen, der auch im Trainingslager mit dabei war. Hiermit ausgerichtet Eckes, jetzt beim Abschluss, da läuft das Spiel wieder, die Kugel, sie fliegt in die Hälfte der Magdeburger. Da ist Blecki erst einmal mit dem Kopf zugange. Ja, Kapo kann den Ball dort runterholen. Allerdings die Magdeburger dazwischen. Ja, so richtig von sauberem Spielfluss ist auf beiden Seiten noch nicht zu sehen. Nein, das ist aber völlig normal hier. Das ist ja schon eine Monsteraufgabe. Jetzt gucken wir mal. Rechten Martin kriegt den nicht. Nein, es wird Abschlag geben für Magdeburg. Der war zu weit für Martin Röser. Abschlag für Matthias Tischer. Ja, den gebürtigen Magdeburger. Ich habe vorhin schon mal gesagt, der ist sowas wie der Daniel Endres für Magdeburg. Hier geboren und seit er 11 ist, spielt er hier für den FC Magdeburg. Das war ja beim Eckes noch früher der Fall. Also da sind schon Parallelen. Der ist hier ein absoluter Volksheld, der Matthias Tischer. Eine kleine Schrecksekunde gab es am Anfang, als Modica schon in der ersten, zweiten Minute eine gelbe Karte bekommen hat. Also aus unserer Sicht nicht wirklich berechtigt. Aber gut, so bringt man ein bisschen Hektik rein. Wobei ich den Eindruck habe, jetzt nach dem ersten hektischen Abtasten ist es ein bisschen, ja, gesetzter geworden. Jetzt fängt man an, ja, die gesetztere Lücke zu finden. Das war am Anfang schon ein bisschen ganz schnell weg mit dem Ball. Mal gucken, was passiert. Jetzt wieder ein langer, langer, weiter Ball. Damit operieren sie halt auch gerne. Das ist halt auch ein Riese da vorne, der 20-Tore-Mann, der Christian Beck. 20 Hütten hat er gemacht, 11 Assists. Also der ist schon eine Hausnummer, der ist 1,96 groß. Aber jetzt Benny Pintol links außen schön auf Jasula abgelegt. Der könnte wechseln, der chippt rein auf Röser. Da kommt er nicht dran, Puttkammer passt da erst einmal auf. Ja, aber die Offenbarer, die schnüren jetzt die Magdeburger da hinten ein bisschen ein. Das sieht ganz gut aus, Einwurf schnell ausgeführt auf Kapo, auf der Brust. Schön durch, Band 2 vorbei und dann wird er gefällt, klar. Freistoß, der Schiri steht nur 4 Meter entfernt, hat das richtig entschieden. Und da habe ich gegen Union Victoria Berlin gesehen, da waren sie anfällig. 2 Standards haben sie da bekommen hinten. Lutz,
empfänglich? Völlig empfänglich. Benny Pintol schraubt den Ball auf den richtigen Kopf und da vorne. Da also stehen sie jetzt alle. Sind wir empfänglich für das 0:1 der UFC an seinem Geburtstag. Das wäre natürlich ein Ding. Benjamin Pintol, hochkonzentriert mit signalorangefarbenen Schuhen im Guy-Five-Konzert der Magdeburger Fans, genau vor deren Fankurve. Da spielt sich jetzt alles ab. Diagonal zum Tor, noch 38 Meter. Aber jetzt kommt die Flanke dort vorne rein auf dem Elfmeterpunkt. Erste Mal abgewehrt. Aber dann, vielleicht der zweite Ball. Nein, nein, die Magdeburger kontern. Fuchs, schneller Mann, da wollte den Eckes übertölpeln mit einem Schuss von der Mittellinie. Wird geblockt in den geblockten Ball. Den haut der Eckes erstmal nach vorne. Aber jetzt zurück Magdeburg wieder am Ball in der eigenen Hälfte. Da mit ihrer Nummer 5, Felix Schiller ist das. Weiter Ball da auf die 11, Christian Beck, den Mittelstürmer. Flanke kommt, aber da ist nur Schulter und er geht auf Nummer sicher. Eckstoß Magdeburg. Das ist die Nummer 1, der erste Eckball. Ja, das war jetzt mal eine Aktion, die Magdeburger Fans hier verzückt. Eckball von der rechten Seite hier des FCM. Gute Stimmung hier. Absolut. Ja, wer geht denn da hin? Ja, der Hammer natürlich, der Standardschütze Nummer 1. Geborener Odenwälder ist das, der ist in Eberbach im Odenwald geboren. Hat bei Waldmichelbach auch gespielt als junger Hopsch. Der will hier geschießen mit rechts. Da bietet sich Fuchs an, der Spielmacher. Aber den will er direkt bringen. Hammann, Ecke kommt, relativ kurz aufgepasst hat. Benny Pintol wird über den Haufen gerannt. Heiliger Strohsack. Wer war's, ob der da muss der Schiri jetzt auch mal eingreifen. Hoffentlich hat er es richtig gesehen. Das Ganze vor dem Offenbacher Fanblock. Felix Schiller war es. Die 5, Felix Schiller. Pintol liegt aber noch immer da. Gelb zeigen. Ja, da gibt es nur eine scharfe Ermahnung. Pintol soll sich jetzt einkriegen. Pintol, der geht da immer noch. Ja, energisch, verbal auf ihn zu. Der soll lieber ruhig sein. Ja, allemal mehr schweigen, mehr spielen. Dann passt die Sache. Aber klar, 11,5 Minuten hier gespielt. 0:0 noch in Magdeburg. Riesenchance noch für keinen. Ein bisschen hektischer, unruhiger Beginn hier. Viel hin und her, viel Geplänkel, viele Zweikämpfer. Ja, aber was soll man erwarten? Es geht hier um verdammt, verdammt viel für beide Vereine. Das ist nicht irgendeine zweite Mannschaft, die wir hier haben, ja, bei denen es eh irgendwie weitergeht. Magdeburg will auch hoch, hat auch einen Plan von der zweiten Liga. Und wir wollen auch hoch. Also jetzt der OFC wieder auf der linken Seite. Müller springt der Ball von der Brust. Maximilian Renzer schreibt, auf geht's. Grüße nach Offenbach. Es liegt was in der Luft. Ein gutes Jahr zum Aufsteigen. Und im Stream hört sich's wie ein Heimspiel an. Naja, also das müssen selbst wir sagen. Ja, ey, Offenbacher Fans sind gut, aber die Magdeburger, wir stehen ja fast in deren Fanblock. Wir sind schon ziemlich laut. Also ihr hört Lärm, aber es sind die Magdeburger, die uns hier wirklich die Ohren wegblasen, so laut, dass wir hier reinschreien müssen. Es ist unglaublich, was hier für eine Stimmung, für eine Atmosphäre ist. Ja, na klar, auch die Offenbacher geben alles da drüben hinterm Tor. Aber das ist unglaublich schwierig hier gegen fast 20.000, ja, vollbeseelte Magdeburger. Das sind bestimmt so um die 8.000, die da hinterm Tor stehen, schätze ich mal. Also unglaubliche Stimmung, unglaublich geil hier. Und Freistoß für den OFC. Dennis Schulte von der Mittellinie halb links da. Wird er den Ball bringen? Vorne Pintol, Zappek ist da, der Röser. Und der Mühe ganz lang wartet er. Jetzt kommt erst einmal der weite Pass. Crossball rüber. Ja, mit dem Kopf verlängert von Mühe. Allerdings ins Aus. Und da ja, werden die Magdeburger dann einwerfen unter dem Applaus. Aber da können wir sie zustellen. Da können wir sie zustellen. Und da kommen sie vielleicht nicht so einfach raus. Der Einwurf, der kommt. Gucken wir mal, einmal verlängert. Da geht man Gaffitsch hoch per Kopf. Blecki ist mit dabei. Und da haben wir einen Röser auf Jasula. Und erst einmal quer gespielt auf Schulte, der im Mittelkreis steht, in der eigenen Hälfte noch. Schön auf links rausgespielt. Capo, den Ball kann er nicht kriegen, so ungenau. Weiter geht's, Jungen. Sicherheit ja, finden nicht hier. Verzagen. Also so ganz richtig ist der OFC noch nicht im Spiel. Es war ein zerfahrener Anfang. Die Magdeburger ja, haben erstmal losgelegt wie die Feuerwehr. Diese Phase hat der OFC schon mal überstanden und das ist erstmal ein gutes Zeichen. Absolut, da war so richtig, kam nichts mehr raus. So ein ja, Halbroller von ihrem Mittelstürmer Christian Becks aus 11 Metern. 11, 12 Metern war aber kein Problem für Daniel Endres, den aufzunehmen. Fuß drauf, das muss Freistoß geben. Da hat er dem Röser fast den Fuß weggetreten. Ja, lieber Magdeburger, was willst du denn da? Benny, der legt sich schon wieder an. Er soll lieber aufhören, bevor wir hier noch mit einem Mann weniger raus. Das ist der Lars Fuchs, mit dem er da diskutiert. Hier der Routinier und Spielmacher der Magdeburger. Aber lass sie doch diskutieren.
Wir haben den Freistoß. Stefano Meyer noch in der eigenen Hälfte auf Höhe der Mittellinie. Jetzt den Ball rausgeschlagen auf die linke Seite. Capo kommt dann nicht mehr ran. Oh, die Magdeburger schießen ins Aus und das ist eine gute Position. Auf der Verlängerung der 16er Linie wird es Einwurf geben für den OFC. Na, das kann bei einem weiten Einwurf schon einem Standard gleichkommen. Ja, könnte. Wenn jetzt Köppi spielen würde, Sascha Korb kann es auch so weit. Mal gucken, der Schulter hat es auch mal geübt. Schauen wir, was passiert. Kurz auf Capo. Der nimmt ihn an, will da sich gegen zwei, hat immer noch den Ball, behauptet ihn. Jetzt konnten sie ihn rausschlagen, wegschlagen, aber da ist nur Stefano Meyer an der Mittellinie. Da sollte erstmal nichts passieren, auch wenn Nils Butzen da sofort drauf geht. Aber er spielt ihn quer auf Modica in der eigenen Hälfte. Fehlpass Mocky im Aufbau, aber Blecki passt auf, hat den Ball sich zurückgeholt. Wir kommen über die rechte Seite, hat jetzt Dennis Mangavic mitgenommen. Der muss da reingehen, 1-2. Eieiei, da haben wir Abspielfehler, Abspielfehler. Da müssen sich die Jungs wirklich noch sammeln. Und Mocky, pass auf, was du machst, du hast schon gelb. Und ja, so eine doofe Grätsche. Hat er gut gemacht, ja, erstmal. Das ist immer ein ganz schmaler Grat. Ja gut, aber er kann ja nicht aufhören, jetzt dazwischen zu... Nein, das nicht, aber in so einer Situation halt schon aufpassen. Jetzt aufgepasst im Strafraum. Und vorbei, vorbei. Die 18, Nikolas Hebisch war's, der auf einmal frei im Strafraum war. 11 Meter leicht, links versetzt, zieht er mit links ab. Aber der Ball Zentimeter am langen Pfosten von Daniel Endres. Vorbei. Und dieser Nikolas Hebisch, der hat auch 7 Saisontore. Der weiß also auch, wo die Hütte steht. Natürlich war das jetzt eine kurze Schrecksekunde, aber Lutz, auch das verbuche ich als positiv, denn sie waren nicht drin. Nein. Und so, je mehr der OFC hier an Zeit gewinnt, desto sicherer werden sie werden. Das denke ich auch. Hier geht es darum, Zeit verstreichen dann zu irgendwann lassen. Eine Bude rein und dann sieht das alles gut aus. So sieht's aus. Erst einmal diesen Grunddruck, der hier natürlich besteht, allein durch die Zuschauer hier besteht, weil das ist unfassbar. Da müssen wir irgendwie durchkommen. Und jetzt gucken wir, da ist ein... Das ist es, hast du das gesehen? Jetzt gewinnen sie auch die Zweikämpfe ansatzweise. Aber genauso die Magdeburger wieder und jetzt kommen sie. Das wird schlimm. Oh je, je, Fuchs ist da. 18 Meter vom Tor mit links. Da zieht er ab, abgefälscht. Wieder vorbei, Eckball. Heiliger Strohsack. Wir dürfen im Aufbau nicht solche Fehlpässe spielen. Das sind weite Bälle, das ist ihr Spiel. Und dann der Fuchs, der schaut ein, zweimal, dann zieht er mit links ab. Er ist ein starker Linksfuß. Abgefälscht der Ball wieder. Knapp vorbei am langen Eck. Aber es gibt Eckball für Magdeburg. Und Hamann wird ihn treten. Ja, von der rechten Seite, von deren rechten Seite auf die Offenbacher Fankurve zu. Die Offenbacher Fans sind weiß gekleidet, 2000 an der Zahl, feuern kräftig an. Aber jetzt gilt es erst nochmal, eine schwierige Situation zu überstehen. Da kommt nämlich der Flanke rein. Eckes mit zwei Fäusten raus. Erst einmal abgewehrt und jetzt muss die Huller weg. Oh, dann immer noch nicht so ganz geklärt. Eieiei, das war noch nicht geklärt. Immer noch Magdeburg, Hamann. Flanke raus, jetzt war Kapos Kopf dazwischen. Erstmal Richtung Mittellinie und jetzt wird sogar Tischer angespielt, der Mitte seiner Hälfte steht, wird gepresst von Röser, schlägt den Ball nach vorne, geht Schulter hoch, gewinnt das Kopfballduell und Capo mit dem nächsten hat den Ball erobert. Komm, bleibt am Ball, Capo, Maschine, lauf, da wird gedrückt. Was gibt's jetzt? Freistoß. Nein! Niemals! Ja gut, das kann sein, ich dachte, er hat faul gepfiffen, Stürmerfaul. Wenn, dann muss er faul für den Capo pfeifen, weil der andere hat schon... Der Ball wohl leicht im Seiten. Also hier geht es zur Sache, ganz klarer Fall. Und da sieht man, dass es für beide Mannschaften hier um alles geht. Ja, und die Magdeburger, die haben bis jetzt in den ersten 18 gespielten Minuten mehr vom Spiel, das kann man nicht anders sagen. Hatten zwei, ja, gefährliche Torschüsse, wenn man sie mal so nennt. Eine Riesenchance und einen gefährlichen Torschuss, weil das allererste Ding, das war schon sehr, sehr gefährlich. Das war der Hebisch, der den Ball da mit links, der war ja freistehend im Strafraum. Es gibt die nächste gelbe, nee, er gibt noch einen Freistoß. Ja. Da war Röser, der da fault. Da fand ich jetzt ein schlimmeres Foul als bei Mocky. Naja, wohl wahr. Aber beide muss man nicht gelb muss geben. Man nicht. Nein, natürlich nicht. So, also Freistoß wird es geben für die Landeshauptstädter hier in Sachsen-Anhalt. Auf der halblinken Verbindung, auf Höhe der Mittellinie. Ja, und die Offenbacher, die machen sich dort hinten an der 16er Linie den Riegel zu. Ja, da massiert sich alles unerwartet den Freistoß. Ich vermute mal wieder von Hamann, weil der tritt hier fast alles, was es an Freistößen gibt. Oder an Eckbällen, der kommt weit reingeschlagen. Aufgepasst, der Kopf dazwischen. Dritter Eckball Magdeburg. Ja, und das sagt eigentlich alles aus. 3-0 nach Ecken. Genau so ist auch hier der Spielverlauf. Die Offenbacher doch in der Defensive. Aber, wie gesagt, die alle Zeit, die verstreicht, ist unsere Zeit. Jede Zeit, jede Sekunde, die hier vergeht und wir kein Tor kassieren.
können wir besser ins Spiel kommen. Ich bin auch sicher, irgendwann werden wir besser ins Spiel kommen. Aber das ist hier diese Anfangsoffensive in diesem Hexenkessel. Und Hamann mit dem Eckball, mit rechts wird dann wegtreten von der rechten Seite, weg vom Tor. Und schau mal, jetzt kommt der Ball am Elferpunkt, kommt da runter, rausgeköpft aus dem Fünfer, aber erst einmal von Markus Müller, der den Ball ins Seiten ausbuxiert. Und da ist Fuchs zum Einwurf bereit. Lars Fuchs, der Spielmacher. Dennis Magavic, passt auf, macht er schön, der Dennis gegen zwei. Jetzt haben wir eine Kontermöglichkeit, da legt er sich zu weit vor. Aber das Bällchen ist noch heiß, denn jetzt kommt Blacky Schwarz. Der hat ein bisschen Platz, muss erst einmal ein bisschen verzögern, damit die offenbar aufrücken können. Jetzt kommt der Pass dort auf die rechte Außenbahn. Ball ins Ausgeschlagen, 10-Yards-Raumgewinn, OFT, Röser. Komm, der wirft zurück. Also der Anspielstation, die ist da mit Manga. Jetzt eben hat er es auf links probiert, jetzt versucht das rechts. Allerdings einer zu viel, die Magdeburger zurück im Ballbesitz. Ja, so ist es. Direkt versuchen zu spielen. Weit auf die linke Seite. Das ist Puttkammer, der eigentlich Ausputzer ist. Jetzt in Linksaußenposition. Legt den Ball auf den rechten Fuß. Dribbling verloren gegen den Mocky. Und Einwurf gibt's für Magdeburg. Da in Linksaußenposition etwa Hälfte der Kickershälfte. Und auch da kommt er hin, der Hamann. Ja, der etatmäßige rechte Verteidiger. Und wird den Einwurf ausführen im Strafraum. Sieht im Moment alles gedeckt aus, wenn ich da einen Blick rüberwerfen lasse. 20 Minuten, 26, 27 Sekunden hier gespielt. Der Einwurf kommt in den Strafraum. Da lässt er sich fallen. Da gibt es gar nichts. Rausgeschlagen von Röser. Da wird Müller ein bisschen gedrückt, aber er lässt alles weiterlaufen. Und jetzt Schulte mit großen Schritten bringt der Capo ins Spiel, der über die Mittellinie geht. Ja, macht er, ist am ersten vorbei, aber Puttkammer kommt dazu. Eieiei, da trifft er den Capo. Und es gibt Freistoß. Ja, aber den wollte er haben, den hat er auch bekommen. Nein, er gibt Einwurf. Naja, okay, Einwurf für den OFC. Ganz so wild war es dann doch nicht. Aber der Capo hat natürlich hier mit großem Einsatz gespielt, ganz klar, so wie wir ihn kennen. Auf der Verlängerung der 16er Linie, jetzt Einwurf für den OFC auf die Magdeburger Fanburg-Würfe zu. Schulte, schnell eingeworfen auf Pintol. Naja, dann wieder ein paar Yards Raumgewinn. Also, sie nähern sich dem Tor. Ja, aber du siehst, wie giftig sie immer wieder reingehen hinten. Die Abwehrspieler. Und jetzt muss das Ding rein, Freund. Schleuder ihn weit, verlänger ihn und einer mag ihn abschrauben. Der Ball kommt weit Richtung Elfmeterpunkt. Der wäre erst einmal rausgeköpft. Puttkammer war es, glaube ich, wieder. Nee, die 5 war es. Das war Felix Schiller. Und jetzt Konter, Fuchs. Über die linke Seite haben sie viel Platz. Eieiei, weiter Ball. Meier, pass auf. Ja, nee, Annahmefehler von Magdeburg ans Außennetz. Abschlag gibt's. Die Nummer 17, Marius. Sowieso war das der Kapitän. Und andere Routinier, 32 ist er da. Der konnte den Ball nicht richtig kontrollieren und dann war er zu dicht an der Torauslinie. Abschlag. Daniel Endres, der Kapitän, der legt sich die Kugel zurecht. Der formt sie, er knetet sie. Jetzt tritt er nochmal den Rasen richtig fest. Also der will erst einmal ein bisschen Ruhe reinbringen und das ist natürlich auch das Beste, was man jetzt machen kann. Denn die Magdeburger, die spielen wie aufgedreht. Das ist unfassbar. Hier ein bisschen Dampf rausnehmen. Hier bist du froh um 2 Minuten, wo es mal ein bisschen weniger ist. Capo per Kopf schön auf Benny Pintol gelegt. Kann er am Ball bleiben? Ist er 30 Meter vom Tor? Bilden, bringt der Schwarz Blackie, in den Ball. Komm, Blacky, Haken schlagen oder rein das Ding. Jetzt kommt er. Oh, das war die Möglichkeit. Erstes Ding, Tischer. Das war mal ein Warnschuss, Donnerschlag. Blacky, ein Haken rechts, dann links, abgefeuert. Und jetzt gibt's Eckball für den OFC, das Geburtstagskind des heutigen Tages. Pintol, ja. Der sammelt jetzt hier Gegenstände auf, wird hier beworfen, will nicht die Ecke. Ja, zeigt jetzt dem Schiri, was er hier gefangen hat. Da liegen lauter Feuerzeuge rum. Ja, was wollt ihr denn? Ja, also... Liebe Kamerad Fuchs, also du magst ja emotional sein. Aber hier mit Feuerzeugen... Achtung, da kommt der Nächste. Jetzt wieder ein Angriff auf Pintol. Also sowas, Freunde, da haben wir ja eine tolle Stimmung gehabt. Guck dir das an, was die da alles draufwerfen. Ja, was ist denn das? Der halbe Hausrad fliegt da bei einem Eckball. Ja, Freunde, ihr habt hier ein Heimspiel, ihr müsst für Ordnung sorgen. Ihr müsst für Ordnung sorgen. So geht das nicht, so kann man hier nicht spielen. Also jetzt hier ein Hagel. Ui, jetzt wird hier eine Stange geschmissen. Fahnenstangen. Ja, was ist denn das, Donnerschlag? Wo sind wir denn hier? Meine Herren, jetzt drückt das Tor rein. Und jetzt fliegen Bierbecher auf Pintol. Aber der hebt die Hand, jetzt fliegt das Ding rein. Verlängert. Hinten an den zweiten Pfosten erstmal rausgeschlagen. Aber vielleicht Blacky noch einmal. Der hat ja eben schon einen Warnschuss abgegeben. Dann von der rechten Seite. Jetzt die Flanke. Nein, Eckball, Einwurf wird es geben. Capo war es da hinten, der gelauert hat.
Ja, der Schuss von Blackie, den hat der Tischer ein bisschen wie ein Volleyballer gehalten. Oder sah das da suboptimal aus? Ganz sicher war das nicht. Also, da ist vielleicht was drin. So, Blackie Schwarz über die linke Seite. Erst einmal Manga, über die rechte Seite Mangafitsch. Na ja, klar, die ganze Breite des Feldes erst einmal nutzen, um gezielt hier aufzubauen. Aber die Magdeburger natürlich immer wieder kreuzgefährlich und aggressiv dazwischen. Kommen auch jetzt über die rechte Seite. Ball im Aus, Ball im Aus. Kann der Christian Beckauer, ein gefährlicher Linksfuß, den kann er nicht. Aber Lutz, das ist schon eine andere Kategorie als das, was wir zuletzt gesehen haben. Aber hallo. Also muss ich ganz ehrlich sagen, selbst gegen Gladbach, also selbst die Gladbacher haben uns hier nicht so unter Druck gesetzt. Nein, 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 also das ist schon, aber das ist auch der ganze Druck dieses Stadions hier, dass ihr müsst hier sein, um das zu erleben, was hier aufgebaut wird. Unglaublich. Also dagegen ist die Commerz Arena ein Kindergeburtstag. Das ist normalerweise ein Schlafwagenabteil, ganz ehrlich, da können die da Fähnchen hochhalten, wie sie wollen. Hier, das ist echt der Druck, der aufgebaut wird. Der ist körperlich zu spüren, das ist schon der Hammer. Aber hier, ich glaube nicht, dass die Magdeburger das über 90 Minuten gehen können. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das hier die Zuschauer 90 Minuten durchbrüllen. Aber jetzt Pintol, aber mal schauen, vielleicht jetzt den Pass dort. Nein, nein, da waren sie wieder dazwischen. Also sie sind schon richtig, ja, auf der Höhe hier, die Magdeburger. Aber jetzt OFC mit Schulte. Einwurf wird es geben, Einwurf für den OFC. Also das Ganze schon in der Hälfte. Der Magdeburger hier von der linken Seite, Dennis Schulte. Der sucht jetzt Benjamin Pintol. Nein, über ihn geworfen, aber da kommt doch kein Offenbarer ran, oder? Pintol, ja, ja, da hakt er sich ein bisschen ein, der Blaue. Jetzt Capo, der zieht dann immer zwei auf sich, aber jetzt ist er vorbei, genau. Zieht ein bisschen rein, zurückgespielt. Casula kommt da nicht richtig ran. Stefan Ohmeyer muss ganz zurückspielen. Auf Eckes, wenn er schlau ist. Ja, und der Fuchs, der setzt ihn da unter Druck. Wollen wir mal schauen, ob der 90 Minuten so durchrennt, ob der diese Wege geht. Eckes jedenfalls schlägt weit auf die rechte Seite. Da wird das der Maröser über den Haufen gerannt. Der Schiri sagt, es geht weiter mit einem Einwurf für den OFC. Weil er ja mit irgendeinem Körperteil auch den Ball getroffen hat. Aber unten hat er ihm wohl einen mitgegeben. Aber Martin Röser, der steht wieder hier. 26 Minuten 16 gespielt. 0:0 steht es hier. Zwei, eine Riesenchance, eine gute Schusschance für die Magdeburger. Und wir hatten eine durch Blecki, den der Tischer gerade noch so über die Latte geschaufelt hat. Also wir sind uns langsam am Befreien hier so. Der allererste Monsterdruck dürfte überstanden sein. Die erste Hälfte ist rum vom ersten Durchgang. Aber die haben losgelegt wie die Feuerwehr, ganz klar. Die Magdeburger. Und jetzt kommt der OFC direkt vor Rico Schmidts Augen. Der passt erst einmal hier ins Nichts. Oh, da kommen sie. Schön gestört von Müller. Ja, wird Freistoß gepfiffen. Das geht schon in Ordnung. Er hat ihn ein bisschen gepackt. Da hat er den Kapitän, den Marius Sowislo, ein wenig unten, ja, ein bisschen gekrätscht, wie Jörn Andersen als Spieler mal sagte. Da habe ich ein bisschen gekrätscht. Unser ehemaliger Trainer Puttkammer führt aus. Magdeburg in der eigenen Hälfte sind sie noch. Hammern da, der rechts außen fast schon. Aber schön geholt von Mangafitsch. Und jetzt die Kontersituation. Schön auf Röser gespielt. Ja, jetzt drücken die offen rauf. Schade, schade. Ein Millimeter zu weit. Denn da waren sie alle aufgerückt. Capo und auch Müller. Das hätte gefährlich werden können. So, also, das interessiert uns sehr, sehr wenig, welches Auto hier weggefahren werden muss. Ja, mit Münchner Kennzeichen auch noch M-A-N. Ein Münchner. Möglicherweise, da es ein Audi ist, vielleicht auch ein Dienstfahrzeug von irgendwem. Oh, ein Luftloch von Jasula. Gucken wir, Benny Pintol holt den Ball. Kommt da Schulte dran. Er kam dran, aber jetzt ist hier offen auf der rechten Seite. Und da kommen sie mit Nils Butzen. Weite, weite Flanke. Mangafitsch im Zweikampf. Linksaußenposition. Flanke kommt gefährlich. Mokis Fuß dazwischen. Modeka, der war da auch konzentriert. An der richtigen Stelle hat die Situation bereinigt. Aber die Magdeburger, sie bleiben im Ballbesitz. Jetzt aus der eigenen Hälfte heraus nochmal. Crosspass, aber der ist deutlich zu weit. Und das gibt wertvolle Sekunden, während die Magdeburger Fans hier die Schals schwenken und schon siegestrunken hier ein bisschen am Feiern sind. Ja, aber noch steht es hier 0:0 nach 28,5 Minuten. Ja, Chancenplus bei Magdeburg, aber so langsam, 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 Stückchen für Stückchen, Meter für Meter, schaffen wir uns ein bisschen raus aus diesem Druck, der hier, ich sag's wieder, wirklich auch schon durch das Stadion aufgebaut wird, durch die Zuschauer, die hier sind. Das ist, das sagt man immer so schön, das frenetische Publikum, aber das ist schon Hammer. Das ist genau der Hexenkessel, den die Offenbach-Post, den der Rico hier geweissagt hat. Das ist ein Hexenkessel, wenn es jemals einer war, dann heute und hier. Und für Sonntag haben die eine schöne Latte hochgelegt für uns in Offenbach. Aber das sollten wir alle mal bestehen, denke ich.
wenn dann 15.000, 16.000 Offenbacher da sind. Jetzt kommen sie aber über die linke Seite. Oh, zentral ist er. Im Drop-Back ist es schön zurückgespielt. Gar nichts was. Schön gespielt zur Ecke. Sein Rausch schlägt den Ball. Und sie müssen zu ihrem zurückspielen. Jetzt muss man draufpressen. Müller macht das auch. Aber ja. Oh, die Offenbacher stehen jetzt hoch. Das machen sie gut. Aber guck mal, jetzt bringen sie in Bedrängnis. Immer noch der OFC dort am Pressen. Ah, schade, schade, schade. Aus dem Abseits. Und dann wurde er. Aber das ist die richtige Reaktion. Absolut, so muss es sein, weil sie sind da hinten nicht unverwundbar. Ich halte den Torwart nicht für so extrem. Wir haben schon zwei Heimniederlagen gehabt hier. Ja, ist so. Also er ist hier eine Legende, der Torwart, aber das heißt nicht, dass er unbedingt der beste Torwart sein muss. Das ist so. Und anders als Daniel Endres hat er nie in der zweiten Liga gespielt. Nee, den weiten Pass. Den das ist jetzt das Gute, dass jetzt auch der ein oder andere Fehlpass auf Magdeburger Seite kommt. Und das zeugt eigentlich von dem, was wir hier ein bisschen prophezeit haben, dass sie dem ganz, ganz hohen Druck, den sie von der ersten Sekunde an gespielt haben, wahrscheinlich nicht standhalten können. Nein, wird mal so ein Tempo, diesen Druck kannst du nicht dauerhaft spielen. Vollkommen unmöglich. Und für uns, ich sage, wir werden am Ende mehr Kräfte haben. Na gut, diesen weiten Schlag hat Kapo per Kopf verlängert ins Tor aus. Abschlag gibt's für Matthias Tischer da hinten, den ganz, ganz neongelb gekleideten Matthias Tischer mit der Eins auf dem Rücken. Und heute kann natürlich keiner E-Mails schreiben, also wir bekommen keine Mails, verständlich, denn wir sind auch so aufgeregt, dass wir hier keinen Klamauk machen, wie wir das ansonsten immer hier fabrizieren. Also heute ein untypisches OFC-Fanradio. Ja. Unsere Gedanken sind einzig und allein bei den Buben dort unten. Absolut. Und die machen das soweit ganz gut bis jetzt. Absolut. Und im Gegensatz zu den Magdeburgern haben sie noch ein bisschen Kraft gespart. So ist das, also wir, ganz ehrlich, und ja, für uns ist das Ergebnis, wenn es so bliebe heute, ein gutes Ergebnis. Das ist so. Zumindest erstmal. So, schauen wir mal, was gibt es da? Einwurf, Hamann auf der linken Seite. 5, 6 Meter in der Kickershälfte. Schaut er nach einem Kameraden, der sich da anbietet. Fuchs, Rande raus. Jetzt kommt der weite Einwurf. Er wollte dann verlängern, aber ja, Kopfball dazwischen. Ich glaube, Mocky war es, der Herr der Lüfte. In Zeiten aus wieder 10 Yards Raumgewinn, wie der Lars sagt. Und jetzt sind sie zentral aufgepasst. Der Torschuss versemmelt, aber da muss Schulter aufpassen. Per Kopf sich den Ball erst einmal nach außen verlängert. Und jetzt nach vorne gerotzt, aber nicht wirklich weit. Klaus Jasula mit Helm verlängert. Mit Helm verlängert. Ja, und Meier da hinten macht er schön. Ja, jetzt gewinnen die Offenbacher die Zweikämpfe. Das sieht jetzt schon viel, viel besser aus. Da ist man gut jetzt dabei der Sache, auch wenn die Magdeburger jetzt zurück an der Kugel sind. Oh, Manga, das hat er gut gemacht. Hat die Kugel. Donnerschlag. Pintol, ja, zwei Mann umkreisen ihn dann. Freistoß wird es geben. Da gibt es nichts zu reklamieren. Und der Dreckspatz geht da nochmal hin. Und er hat da noch ein böses Wort für ihn. Was soll das? Freunde der Nacht, der haut ihm unten nur den Socken weg. Und das ist, sei mir nicht böse. Da kann man einfach mal weggehen. Provoziert ihn. Und ich meine, das ist schlau, weil Pintol, das ist nämlich jemand, der lässt sich auch ein bisschen provozieren. Ja, aber ich denke mal, der sollte jetzt auch seine Nerven im Griff haben. Der wird ihm auch die passenden Sachen sagen, nach dem Kamerad Sowislo, dem Kapitän. Und Meier, unsere Nummer 17, wird den Freistoß schießen, fast auf der Mittellinie, leicht links versetzt, wird dann bringen. Mit rechts kommt der Ball auf die rechte Außenposition. Da steigt der Mühe hoch, kann aber nicht kriegen. Rausgeköpft erst einmal. Zweiten Ball haben wir aber mit Blecki. Zentral 35 Meter vom Tor, spielt rechts raus auf Mangafic. Aber noch vom Tor weit weg. Erst einmal Dampf rausnehmen, zurückspielen auf Mocky. Der schaut, läuft 2, 3, 4 Meter mit dem Ball auf Meier gespielt. Der wird unter Druck gesetzt, aber sieht sofort Schulte mit Direktspiel. Kapo im Laufduell da mit der Nummer 3, Christopher Hanke. Ja, Hanke macht das gut, schlägt den Ball weit nach vorne. Ja. Nichts gibt's. Ja, Jasula, das alte Schlitzer, hat den ganzen Körper reingestellt. Und da wollte man hier Freistoß haben. Aber es ist nicht verboten, den Körper reinzustellen. Nein. Gut, ich will auch seit 40 Jahren in jedem Spiel 5 Elfmeter haben und ich kriege sie nicht. Ja, ja. So, Peter Radloff schreibt, Sieg heute für uns. Grüße aus Frankfurt, vor allen Dingen meine Freundin Astrid und Damir aus Fuerteventura. Peter Radloff, Oliviera schreibt, rot-weiße Grüße aus Bangkok. Hoffentlich gewinnen wir heute. Viele Grüße, Oliver Armbrust. Und Michael Gogolin schreibt, Grüße aus Wien. Bin geschäftlich hier, verfolge eure Reportage am PC. Ich danke euch sehr dafür. Am Sonntag bin ich wieder in der Heimat und im Stadion. Bringt den Sieg mit. Viele Grüße, Michael. Das ist abgearbeitet und jetzt geht's hier auch weiter mit dem OFC. Auf der rechten Seite Röse, der spielt dann, aber das wird nichts, oder? Ja, Mühe ist da noch im Gefecht an der Eckfahne. Grätsch rein rausgeschlagen, Einwurf rausgeholt in der Nähe des Strafraums auf der rechten Seite. Also das kann vielversprechend werden. Zumindest haben wir wieder mal einen Angriff nach vorne getragen auf die, in die Hälfte, in die Strafraumnähe der Magdeburger und sind in rechts außen. Ja, jetzt kommt die Flanke in die Mitte rein, Kappe! Der geht ganz tief. Ja, was hat er denn da, der Torwart?
Ei, aber Eckball wird es geben, das ist der erste für den OFC. Der zweite für den OFC. Der zweite, okay. Habe ich einen unterschlagen. Beim ersten hatten wir ja hier das Scharmützel mit Windel. Und ja, wenn man unter Druck gesetzt wird, dann hilft oft ein Standard. Jetzt wären wir bereit, das hinzunehmen. Komplett empfänglich, ich spüre es, alle Empfänglichkeit. Röser mit rechts. Gellendes Pfeifkonzert, der Magdeburger. Jetzt kommt er rein, geflogen, auf dem Elfmeterpunkt geklärt von Magdeburger Seite. Aber noch nicht rausgeschlagen. Die Offenbacher, die beißen sich ja. Nein, weiß ich nicht, oder? Ja, also er lief. Er hat gesagt, irgendeiner wird mich berühren, dann falle ich hin. Genauso war es. Dafür kriegt er halt den Freistoß ausgeführt. Puttkammer spielt aber erst einmal zurück auf die 3. Christopher Hanke, der lässt durchlaufen. Ja, die 5 müsste das sein. Felix Schiller, die beiden Innenverteidiger. Weiter Ball, aber den müsste Mocky relativ ohne Probleme bekommen. Macht er richtig gut, schießt er einfach mal den Christian Beck an, den Torjäger. Und so hat der OFC den Einwurf da hinten auf der rechten Abwehrseite, Mitte der Kickershälfte. Ja, ein bisschen näher noch am Strafraum vielleicht. Dennis Mangafitsch wird ihn ausführen, hat den Ball da. Und Klaus Jasula hat sich angeboten, ist um den ersten Magdeburger rum, dreht sich, spielt zurück auf Stefano Meyer, der sehr zentral ist und links sofort Schulter angespielt. Ja, und jetzt bringt der Capo ins Spiel und die Maschine ist am Puckern. Ja, und er kriegt den Einwurf zugesprochen, das sieht gut aus. Jetzt OFC dort vorne schon am Strafraum, also schnell einwerfen, oder? Erst einmal schauen, Pintol bietet sich an, genau, der nimmt den Ball an. Ja, zurückgespielt, Schulter, der kann es ja auch in der Offensive allerdings. Der Ball, der ist ein bisschen verrutscht, ein bisschen missglückt. Und so sind die Magdeburger am Spielgerät. Der Ball im Aus. Ja, die gute Nachricht nach Offenbach und rund um die Welt. 36 Minuten gespielt, 0-0, immer noch eine sehr, sehr gute Ausgangsposition. Aber der OFC dürfte nach dem Sturmlauf der Magdeburger dort vorne nochmal ins Wespennest pieksen. Absolut, ab und zu pieksen wir mal rein. Ja, wir kommen besser ins Spiel. Jetzt zum Beispiel Blecki Schwarz, da wollte den Röser anspielen. Aber der wäre auch 2 Meter im Abseits gewesen. Also da wäre es Fahndal hochgegangen, so natürlich nicht. Der Ball rutscht durch auf Tischer, der ihn sofort wieder auf seine linke Seite gebracht hat. Da ist Hamann. Ja, vorne Mocky per Kopf geklärt, aber nur auf den Fuß von Beck. Der ist 16 Meter vom Tor, aber kann ihn nicht kontrollieren. Foulspiel an Mocky, Freistoß OFC. Dampf rausnehmen. Ja, bei dem Beck, ich glaube, der ist sehr, sehr kopfballstark und der hat einen starken linken Fuß. Da müssen wir halt aufpassen, dass er den Ball nicht unbedingt auf dem linken Schlappen hat. Eben hätte er mit rechts schießen müssen. Dom hat er noch mal eine Ehrenkreisel eingelegt. Da konnten wir ihm den Ball abluchsen. Dann das Foul an Mocky. Jetzt hört man noch die Offenbacher Fans dort hinten. Also, die sind natürlich alles auch lautstark dabei. Kampf dieser 2000 hier gegen dieses Stadion. Großer Kampf unserer Jungs und Mädels da hinterm Tor. Also 2000 gegen 22.000. OFC schlägt sich ordentlich und ist auch jetzt am Ball. Was hat er denn jetzt gepfiffen? Läuft Handspiel, da ist der Benny Pintol wohl auf den Ball gefallen. Da passiert, weiter geht's, munter putzen, 37 Minuten rum hier. 8 Minuten noch im ersten Durchgang. Oh, jetzt vielleicht die Möglichkeit mit Kapoek. Der hat ein bisschen Platz, auch wenn er 2 Mann auf sich gezogen hat. Müller, dort links, da an den Ball gekommen. Aber dann ist der Ball im Aus. Einwurf jetzt geben Dennis Schulde. Und das in den letzten 10 Minuten, Lutz, haben wir noch deutlich mehr dort Feldanteile dort auch mal in der Magdeburger Hälfte. Ja, wir konnten diese ganze Nummer der Aktion hier ein bisschen verschieben. Hier vor unseren Nasen, da wo die Magdeburger... Schön vorgelegt von Schulde. Jetzt auf Blacky. Gefährliches Kombinationsspiel. Kapoek allerdings in 2 Mann rein, ein bisschen blind gemacht. Aber gut, die Magdeburger rausgeschlagen, die Offenbacher schon wieder dazwischen. Und das zeigt es, sie sind jetzt dran, auch wenn der Ball absolut, jetzt ausspringt. Absolut, das ist so, da klappt natürlich noch nicht jedes Zuspiel, jedes Dribbling. Aber wir spielen hier auch nicht gegen Quetschemombach, wir spielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost, gegen FC Magdeburg. Und das ist auch eine richtig kernige Truppe, also das ist nicht leicht hier. Ja, tolle Fans hier, muss man sagen, die Magdeburger, ganz klar. Unsere, das ist ja sowieso klar. Aber das haben wir auswärts so noch nicht erlebt hier. Wir haben ja schon viel erlebt, auch Dresden und alles Mögliche, aber das ist schon die Nummer 1 hier, muss man sagen. Absolut, ist so. Also das ist schon ein Brett, ein absolutes Brett, Gänsehaut, was du hier erlebst. Aber andererseits, wenn du hier bestehst, dann kann dich nichts mehr schocken. Ja, also ich glaube, unsere Jungs kann eh nichts. Bis jetzt bestehen sie, kurz vor der Halbzeit steht es unentschieden. Sie kommen immer besser ins Spiel. Und traditionell war ja immer die zweite Halbzeit die eher bessere Hälfte unserer Jungs. Hatten wir oft, dass in der ersten Halbzeit noch nicht so den ganzen Flutschigang hatten, der dann aber meist im zweiten Durchgang eingelegt wurde. Wollen wir mal hoffen, dass das heute hier auch so ist.
Jetzt haben wir erst einmal einen Freistoß. 39. Minute, 0:0 steht's. Freistoß OFC auf Höhe der Mittellinie. Modica dort vorne reingespielt, mit dem Kopf verlängert von Müller, aber das wird nichts. Nein, der war doch schon im Aus, oder? Ja. Der war doch im Aus, der hat doch den Ball nach vorne gezogen. Also er hat's geschickt gemacht, aber am Ende war es ja egal. Weil naja, also, okay. Er wirft ihn ab, also haben wir da nicht wirklich was verloren. Aber Stockfehler. Ja, Stockfehler, und das zeigt es jetzt. Die Offenbacher sind dran, wir sind dran. Und sie stehen auch immer höher dort. Absolut. Also die absolute Herrlichkeit von Magdeburg ist seit ein paar Minuten hier vorbei. Jetzt auch bei uns Stockfehler. Wo wir sagen, macht auch unser bester Benny Pintol, unser Zuckerfuß, einen technischen Fehler. Aber das ist ganz ehrlich dieser Monsteratmosphäre hier geschuldet. Ich kann es nur immer wiederholen. Absoluter Druck. Uns hämmert das ja auch wirklich in die Magengrube rein, dieser Lärm, der hier entsteht. Dieser Fußballlärm, der hier entsteht. Was gibt's da? Oh, die kommen. Jetzt ist gefährlich im Strafraum. Kurze 1-0. Ja, große Proteste auf Offenbacher Seite. Proteste, aber das hilft nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, aber es war eher ein Abwehrfehler. Also, Nikolas Hebisch, 1-0. Ausgerechnet in die Phase, als der OFC jetzt hier ja ein bisschen mehr vom Spiel hatte und die Magdeburger auch mit Stockfehlern ja agierten. Da fällt jetzt das 1-0. Dumme Geschichte, aber weiter geht's. Munter putzen. Ich glaube, es war am Ende Nikolas Hebisch, der abgestaubt hat. Es war eine Situation in der rechten Verteidigerposition. Wir haben es nicht genau gesehen. Sie meckern und schimpfen immer noch, ob das ein Foulspiel war, ob da der Ball im Aus war. Ich weiß es nicht. Können wir von hier nicht sehen. Er kommt über links außen in den Strafraum rein. Ja, und da passt er dann zwischen den Abwehrspielern und den Eckes, der jetzt seine Jungs da unten anfeuert. Passt er in die Mitte und aus 3 Metern staubt er ab. Ich glaube, es war die Nummer 18, Nikolas Hebisch. Ja, Müller wird gefällt und da kriegt er den Freistoß zugesprochen. Komm, Freunde, jetzt noch einen machen und dann sieht alles wieder rosarot aus. Ja, das sagt auch der Eckes da hinten, der ballt so die Fäuste an der Gewalt und feuert sie an, die Jungs. Was sollen wir verzagen? Natürlich, wir haben schon oft zurückgelegen und wir haben immer gesagt, pfeift drauf. So, hören wir mal auf den Torschützen. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt den Freistoß dort vorne verwerten. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Röser, der steht am Freistoß. Und jetzt wollen wir gucken. Also Röser beim Freistoß, flach abgezogen, links am Tor vorbei. Knapp vorbei, zieht dann da so aus 30 Metern. Knapp neben den Pfosten, aber ich sag's mal so, schießen. Weil ich glaube nicht, dass er... Also unser Fernsehmann hat es jetzt gesagt, das war unser Fehler. Unser Fehler. War nicht im Aus, war alles okay. Ganz normaler Fehler, okay. Da wissen wir das, so habe ich es auch empfunden, dass es hinten ein Abwehrfehler war. Munter putzen, da müssen wir durch. Also Nikolas Hebisch war der Torschütze zum 1-0 hier. Ja, kurz vor der Pause. Wir haben oft rumgescherzt von diesen psychologischen Momenten. Aber egal, wir haben noch 50 Minuten Zeit für ein Törlein. Ja, und ein einziges Törlein lässt alles anders aussehen. Ja, natürlich. Würde sogar für uns besser sein als ein 0-0 am Ende. Weil, wer es nicht weiß, es ist die Europacup-Regel. Halt die Auswärtstore zählen am Ende doppelt. Ist halt ein bisschen dumm, dass ausgerechnet in die Phase, als die Offenbacher schon viel, viel besser ins Spiel kamen, dann das Tor fällt. Und ein blöder Konter, wir machen einen Fehler. Da kommen sie über links, der Pass in die Mitte aus 4 Metern, staubt er ab, 3-4 Meter, mehr waren das nicht. Oh, Pintol wieder im Verbalduell, der soll sich zurückhalten, ich ahne da Schlimmes. Ja. Da soll der Benny ein wenig sparsamer sein. Nicht, dass da noch irgendwas passiert. Jetzt erst einmal Freistoß, Schulte, 5-6 Meter in der Hälfte der Magdeburger, halblinke Position da. Vorne aufpassen. Jetzt kommt er reingeschlagen in den Strafraum. Müller verlängert, dann ist er hoch, dort im Gefecht. Kopfball, Capo! Hey! Da stand er gerade noch gut, der Tischer. Ein Stückchen weiter vorne wäre schwer. So ist der Kopfball von Capo aus 7-8 Metern. Zentral steht, er steigt hoch. Ja, und kann ihn entschärfen am Ende. Aber es war doch mal wieder, hallo, wir sind auch noch hier. 43,5 Minuten hier gespielt, jetzt aber wieder Magdeburg. Passt mir auf, da sind sie wieder. Mocky passt aber auf. Dagegen Christian Beck, die Nummer 11, und schlägt den Ball jetzt nach vorne.
Also, Einwurf wird's geben und auf der rechten Seite 1:0 steht's für den 1. FC Magdeburg hier zu Hause in der Höhle des Löwen. Hatte der OFC sich gerade gefangen, da schlug's dann eben ein, so kurz vor der Halbzeit. Vielleicht geht ja noch was hier vor der Halbzeit. Ansonsten haben wir ja bestimmt noch Energiereserven. Absolut, die werden wir haben, da bin ich ganz sicher. Es war bei Magdeburg zumindest Mitte der ersten Halbzeit zu erkennen, dass der ganz große Druck danach gelassen hat. Wir sollten alle mal, das wissen wir aus der Erfahrung, 90 Minuten gehen können. Ich sage nur Ingolstadt, 70 Minuten Überzahl hat er gehabt. Der Bundesliga-Aufsteiger hat es nicht geschafft, uns zu bezwingen. Und gerade diese Spiele sollten uns Mut geben, dass hier bis gegen Ende was geht. Und jetzt sind wir am Ball. In dem anderen Relegationsspiel hat es auch geklingelt, 1:0 für Kickers Würzburg. Aber das ist jetzt hier ja nicht wirklich wichtig, denn der Aufsteiger kommt schon wieder über die rechte Seite mit Bindol in die Mitte reingeflankt, aber jetzt von der linken Seite, vielleicht Schulte, vielleicht kommt die Flanke jetzt etwas präziser. Oh, da war es ein bisschen, ja, zu schwierig. Ich glaube, er wollte den Black hier anspielen, aber der Capo stand halt nun mal im Passweg und musste annehmen, dass der für ihn war. Aber Einwurf haben wir, Schulter ausgeführt, Blackie am Ball aber rausgeschlagen, der Ball wieder. Ja, der Nils Butzen, der macht da unten kurzen Prozess, wenn er den Ball hat, einfach weg, fort auf die Tribüne, Einwurf, Schulte. Capo kann den Ball annehmen, Linksaußenposition, wieder der Fuß dazwischen. Halbzeit. Das war's, Halbzeit. Ja, wir sind gleich wieder da für euch in Halbzeit Nummer 2. Ausverkauften Stadion haben wir die Zeit genommen. Ja, der UFC spielt jetzt auf seine Fankurve zu. Das sollte ihn ermuntern. Allerdings die Magdeburger spielen auch auf ihre Fankurve zu. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt kommt aber erst mal Benny Pintol vor unserer Nase. Spielt da, will er Röse anspielen. Das mal, oh, da wird er gefault, der Hamann. Eieiei. Nein, der Schiller war es, Felix Schiller war es. Entschuldigung. Der wurde dann doch recht rüde von den Füßen geholt. Aber der Hamann wird den Freistoß ausführen. Alexander Schmidt schreibt, bringt den Sieg mit nach Hause. Muss ja so sein. OFC wurde vor 115 Jahren gegründet. Habe heute Hochzeitstag. Das muss klappen. Danke für die Übertragung, nur der OFC. Rot-weiße Grüße aus Florida. Alex, okay. Jetzt geht's erst einmal. Ui, Mucki, im letzten Moment köpft er das Ding raus. Und Capo gibt ihm erst einmal den Befreiungsrest. Und Röder Röser im Laufduell. Aber quer gespielt da von Lars Fuchs. Ah, da kommen die Magdeburger über die linke Seite, aber Mocky, der setzt den Körper dazu. Ja, der war aber schon vorher im Aus, genau. Der war schon vorher im Aus, also das gibt Abstoß auf dem Offenbacher Torraum heraus. So, Pinbot schreibt, ich bin bei euch, Bild und Ton absolut synchronisiert, nur geil, das sieht oft sehr gut aus. Los, lasst meinen Nachbarn blöd ausschauen, oder UFC, ja, da wollen wir, das wollen wir unbedingt. Aber guck mal, hier Eckes kriegt jetzt auch Sachen ab. Eieieiei, dass die sich nicht benehmen können. Eckes wollte einen neuen Ball haben, hast du das gesehen? Ja. Jetzt kriegt er natürlich was zu hören, der Eckes. Ja, aber das ist doch egal. Über die Verwandtschaftsverhältnisse? Ja, das ist aber überall auf der Welt albern, somit auch hier. Obwohl hier wurde nur A. Ja, und Schackentrick von Benny Pintol, das immer Röser versucht rauszuspielen. Ja, Müller mit Gift und jetzt auch Jasula mit Gift. Dann haben wir den Ball zurückgeholt. Man darf jetzt über rechts sehr, sehr eng alles mal ein bisschen Luft reinbringen. Ja. Aber da wurde Manga gehalten, meines Wissens, so ein bisschen. Ja, der beschwert sich auch. Aber gut, der Schiri pfeift höher. Da interessiert ihn das wohl nicht so sehr. Grüße aus Curitiba in Brasilien, schreibt der Manfred. Viel Glück für den Aufstieg des OFC. Und auch Grüße kommen aus Trier an alle Hörer, die mit live nicht dabei sein können in Magdeburg. Viel Spaß beim Hören des Fanradios. Schreibt der Dennis. Ich grüße auch nochmal die Nicole aus Trier. Hiermit ausgerichtet. So, jetzt geht's hier weiter. Pintol dort unten an der Kugel. Ja, will er den Ball weiterlegen, Hamann, Pressschlag, ja, ein bisschen Scharmützel um den Mittelkreis herum, verlängert, der war beim Abseits, der nicht, das stimmt, aber eigentlich meine ich, sah der Beck aus wie stark abseitsverdächtig und er ist offensiv zum Ball gegangen. Alle, Nicole schreibt, ihr packt das noch, ich drücke die Daumen, also weiter geht's mit dem OFC, da ist auch Manga am Ball, beziehungsweise weil es immer aus Einwurf wird's geben, genau für diesen Manga. Hallo Lars, hallo Lutz, herzliche Grüße, heute wieder aus dem Taunus, mit einem Tor, mit einem Ohr bin ich natürlich bei euch, den Sappler kann man nicht ertragen vom MDR, schreibt er, aber selbst das klare Foul an Jasula zugegeben und gerade als wir im Angriff und so weiter, das haben wir ja schon geschildert. Vorher wohl schon ein Tor, einen Foul an Jasula, das kann sein, weit vorher, am Strafraum habe ich es jetzt so nicht gesehen. Jetzt gucken wir erst einmal über links, da wollte Capo Doppelpass mit Schulte spielen, erst einmal schief gegangen und jetzt kommen sie über die rechte Seite, aufgepasst, da steht der Beck in der Mitte, Freifuß dazwischen. Aber kein Eckball, nur Einwurf wird es geben. So, der Lukas schreibt, hallo ihr beiden, laut MDR wird das Foul gezählt.
sah eher aus wie ein Foul, aber naja, es ist halt passiert. Auf jeden Fall grüße ich alle Fans. Und ja, erinnert nochmal an die Auktion, die da im Hintergrund läuft. 1-1 soll es ausgehen, Capek soll noch treffen. Das würden wir uns auch wünschen, mindestens. Aber vielleicht machen wir auch noch zwei Tore. Nur vor dem zweiten muss erstmal das erste gemacht. So sieht's aus. Was ist da passiert? Warum schreien sie alle? Viel Geschrei um nix. Bleibt da weg. Schiri ist jetzt auch noch da. Ich glaube, der schickt die erstmal alle weg. Was gibt's dann? Eieiei. Jetzt holt er sich dabei, der Schulte und den Magdeburger. Weiß gar nicht, wer das ist. 16 ist das. Ja, Putzen. Aber die gehen, glaube ich, beide leer aus. Also ohne Gelb, oder? Ja, denke ich auch, weil er ist noch am Ermahnen, ganz schwer. Ja, das ist aber immer besser, wenn der Schiri spricht, ja, mit den Spielern. Ganz genau, ganz genau. Wenn Sie ihn denn verstehen bei dem Lärm, der hier nach wie vor vorherrscht, rund ums Stadion, weil auch unsere 2000 geben nach wie vor alles da hinter dem Tor. Auch wenn die natürlich erst einmal die Kröte des 0-1 schlucken und verdauen müssen. So wie wir auch. Jetzt gibt es einen Freistoß. Wieder Benny Pintol von den Füßen geholt da. Ziemlich rustikal. Also auf den Benny haben sie es abgesehen, weil ich denke mal, denen ist aufgefallen, dass der in Kassel ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, aber Zeit spielt der Benny nicht, weil wir führen ja nun nicht. Das kannst du ihm nicht vorwerfen. Ja, aber das werfen sie ihm genau vor dort. Und ja. Was sagt er denn jetzt, der Schiri? Also sagen, steh auf. Aber Benny. Er kann nicht, er kann nicht, er kann nicht. Jetzt kommt die medizinische Abteilung auf den Platz. Also das wäre natürlich jetzt ein Ding, wenn der Benny da auch noch runter muss. Ich meine, hat diesen Kreisler gezeigt oder was sollte das? Oder hat er gesagt, nein, nein, nein. War es ein Wechselzeichen? Ja, weiß man nicht. Gut, wenn Benny raus müsste. Wenn es zu einem späteren Zeitpunkt wäre, dann würde ich sagen, dann wird von der Burg kommen. Aber es ist noch ein bisschen früh und wollen wir das Beste hoffen. Nein, nein, nein. Ich glaube, der würde dann erst einmal Fabi Becker oder sowas, denke ich, würde ihn ersetzen wollen. Müssen, sollen, wie auch immer. Ja. Aber noch ist der Benny dabei, er humpelt raus. Ja, jetzt wird hier angezeigt, muss wohl ausgewechselt werden. Na, schauen wir mal. Gibt schon einen, der da hinten rennt? Nö. Aber jetzt sind wir natürlich erst mal einer weniger, das macht die Situation auch nicht gerade leichter, aber da kommt die Flanke dort vorne erstmal rein, die Magdeburger rausgeköpft. Jasula hat die Kugel, ja, links rausgelegt. Jetzt kommt noch einmal die Flanke, aber da ist niemand. Das war der versuchte Torschuss, aber der war dann doch ein bisschen hoch angesetzt da von Dennis Schulte, weil der hat gesehen, dass der Tischer ein bisschen nicht ganz so optimal stand. Also wenn der Ball richtig gut kommt, dann kann es eng werden. Aber Benny Pintol ist wieder im Spiel hier. 51 Minuten, 12 Sekunden gespielt. 1-0 für Magdeburg. Das Tor hat erzielt Hebisch in der 40. Minute. Dummes Ding, wir waren gerade ganz gut dabei, das Spiel ein wenig besser zu kontrollieren. Da kommt so ein scheiß Konter. Und jetzt ist an der Sache, das Ding aufzuholen. Müller wird wieder gefoult. Viele, viele, viele so kleine Fouls dabei. Ja, diese ersten Bälle, die holen sie sich immer im Foul. Dann jetzt der OFC links rausgespielt. Vielleicht die Möglichkeit. Da muss er erst einmal vorbei, aber dann stehen sie hinten dicht gestaffelt. Jetzt die Flanke dort vorne flach rein, schlecht gemacht. Ja, da stand halt auch Magdeburg gut gestaffelt hinten. Ja, und der erste Mal Jasula nimmt ein bisschen Luft raus, damit wir auch im Ballbesitz bleiben. Nur aufpassen, aufpassen. Wir hatten gerade in der ersten Viertelstunde viele Aufbaufehlpässe. Jetzt ist nochmal wieder so einer. Das darf eigentlich so nicht passieren. Und na gut, er stand im Abseits, haben wir Glück gehabt. So, das sind ganz billige Ballverluste und wir bringen uns damit in Not. 1-0, 52 Minuten gespielt. Kickers am Ball hinter der Mittellinie. Meier. Also der Felix schreibt aus Korsika Grüße. Heute ist nicht nur Kickers Geburtstag, sondern auch seiner. Und erneut Foulspiel, was war denn? An Pintol, ja von hinten. Eins von diesen vielen, vielen Foulspiels, wo ich sage, irgendwann muss er doch mal an. Ich glaube, das ist die Taktik, die wir hier ausmachen. Pintol soll zermürbt werden. Absolut. Ja, nicht nur er, auch der Müde wird ja angegangen. Also sie gehen schon kernig und rustikal zur Sache, aber das war ja bekannt. Röser wird jetzt den Ball erst einmal bringen. Mal sehen, was er da anzeigt. Hinten stehen viele, viele Jungs. Mal sehen, ob er den so komisch direkt bringt. Kommt kurz, verlängert per Kopf. Kapo im Strafraum am Ball am 5-Meter-Raum. Imoki war's. Ab. Nein, nein, der Ball nicht im Tor. Eckball wird's geben, glaube ich. Eckball gibt's. Abgefälscht war er, es sah ein bisschen so. Also der OFC, der hat jetzt die Möglichkeit, über den Eckball den Standard vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen. Oder ist er wieder Benjamin Pintol? Also die Ecken haben wir schon mal aufgeholt, da steht es 3-3. Jetzt geht's dran, das Tor aufzuholen.
Benny Pintol, er bringt Jerke mit rechts von der rechten Seite, dreht er sich weg. Und in der Mitte, da stehen sie alle, die köpfen können, schippt ihn rein. Kurzer Pfosten auf der Linie geklärt. Röser Nachschuss, was gibt's? Eckball. Eckball erneut für den OFC, der führt jetzt 4:3 hier in der Höhle des Löwen. Also der hat sich richtig berappelt und das wäre natürlich jetzt ein Ding. Jetzt probier das erneut. Benny, komm, hau die Hulle rein. Diesmal nicht kurz, sondern lang, sage ich. Und das macht auch fast Kopfball. Langen Pfosten. Mal gucken, kriegt Mühle noch. Nein, am langen Pfosten. Der Röser war es. Aber der war zu lang. Der ging hinten über den langen Winkel ins Tor aus. Ja, hier sieht es komisch aus. Hinter uns scheint wohl die Sonne ins Stadion rein. Und wenn wir da hinten rausgucken, dunkle, dunkle, graue Wolken hier. Recht kühl ist in Magdeburg. Wen ziehen die auf, Lutz? Die dunklen Wolken, die Sonne scheint für uns, weil sie scheint in unseren Block. Dunklen Wolken über Magdeburg. Ja, wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Hier 54 Minuten. Der OFC. Und der OFC-Anhang steht im Sonnenschein. Absolut. Was soll uns das sagen? Ein Zeichen. Ein Zeichen. Röser per Kopf auf Benny Pintol. Ja, halb links kommt der OFC. Kapo will durchleiten. Ja, hat er gemacht. Schön. Der Und Mühe, 20 Meter vom Tor, bringt der Kapo nochmal einen Ball. Will in Strafraum, wird erst einmal geblockt, rausgeschlagen. Mocky mit der Brust. Mangafitsch will den Ball holen. Weiterschlagen, jetzt können sie kontern. Beck, kriegt er den noch? Ja, den kriegt er noch, der Beck. Über links kommt er Richtung Strafraum. Am Mocky vorbei, ist im Strafraum. Er zieht ab. Langer Pfosten, Zentimeter vorbei. Der abgefälschte Schuss. Eieiei, Eckball gibt's. Donnerschlag, Donnerschlag. Immer wenn man denkt, jetzt sind wir dran, dann kommen sie wieder gefährlich. Also, die sind natürlich auch mit allen Wasser gewaschen und angetrieben von den über 20.000 Sachsen-Anhaltiner. Und dieser Christian Beck ist halt ein scheißgefährlicher Stürmer. 20 Hütten, 11 Assists und den Eckball schießt Nico Hamann. 10 Hütten, 8 Assists. Also, die haben schon was aufzubieten da vorne. Da müssen wir die Luft anhalten. Mit rechts kommt der Eckball, dreht sich weg. 5 Meter Raum, Mocky erst einmal nach hinten verlängert. Hat aber gut gemacht, sehr gut gemacht von Mocky. Er lässt ihn ins Ausrollen, der Magdeburger. Einwurf gibt es hier vor. Ja, vor unserer Nase so. 32 Meter vom Tor weg. Hälfte der Kickers werden sie einwerfen, die Magdeburger. Und ich denke, das ist mal wieder der Hamann. Oder ist es der Schiller? Hamann ist es natürlich, den erkenne ich bald blind. Den Eberbacher, den Odenwälder. Der wird den Einwurf hier reinschleudern in den Strafraum. Macht er jetzt auch kurz. Blecki verlängert ans eigene Tor. Da ist Beck aber nur ins Tor aus. Nein, Eckes holt den Ball noch. Nein, es gibt Abschlag. Ja, der war ja schon im Aus, ist ja klar. Da gibt es nichts zu deuteln. Ganz klarer Fall, auch wenn da gepfiffen wird jetzt in der Ecke des Tor. Da stehen nämlich die Magdeburger Fans. Und was ist das für ein Brunftschrei? Das ist der Kapo. Okay. Der da wohl in ein Megafon rührt. Dachte, er musste mal aufstoßen. Ja, so ähnlich. Also hier ist nur die Einfachbeleidigung. Jetzt Röser, die Mitte reingespielt auf Blacky, der Dreh- und Angelpunkt. Links auf Karpek, der hat jetzt Platz. Jetzt muss er abschießen, aber dann ins Gebälk. Ins Gebälk, Einwurf wird's geben. Geblockt ist er geworden, da der Kapo. Ja, von Christoph Hanke, der sich da in den Schuss schmeißt. Und da liegt ein Magdeburger hier am Boden. Das ist die 21. Sven Reimann, der da liegt und der Schiri geht hin. Also bevor es hier mit Einwurf für OFC weitergeht, von der linken Seite. Dennis Schulte hat da den Ball schon in Höhe des Strafraums. Wird das da mal da unten der Reimann gepflegt. Der Schiri sagt, guckt, der sagt, nee, alles gut, ich spiele hier weiter. Weiter geht's. Mangafitsch trinkt noch einen Schluckerl da unten. Und Dennis Schulte wird den Ball gleich schleudern, wo wir hier den Sponsor of the Day hören. Kommt jetzt der Ball von Schulte in den Strafraum reingeworfen. Da nimmt Mühe den Ball an, kann ihn nicht drehen. Wieder rausgekloppt von Magdeburg. Ja, ja gut, aber Einwurf wird es geben. Und das Ganze, ja, dort vor dem Magdeburger Strafraum. Und da fliegt der Ball auch genau dort rein, mit dem Kopf verlängert. Aber nein, nein, Abstoß wird es geben. Direkt vor dem Offenbacher Anhang, das heißt vom Magdeburger Tor. Ja. Also bis jetzt eine sehr, sehr kernige, kompakte, unangenehme Mannschaft. Aber wir hatten Möglichkeiten, will ich mal sagen. Also hier ist noch nicht aller Tage Abend. Wir müssen nur aufpassen, dass wir die Blitz, die brandgefährlichen Konter irgendwie unterbinden können, ja. Und vielleicht noch ein bisschen besser und flüssiger hier ins Spiel kommen können. Wie gesagt, ich traue unseren Jungs zu, dass sie am Ende mehr Luft haben.
Schauen wir mal, hoffen wir mal. Den Ball hat erst einmal Modica auf rechts gespielt. Röser nimmt ihn an, noch in der eigenen Hälfte. Benny Pinto nimmt er damit. Schöner Doppelpass mit Röser, der in die Mitte zieht. Ja, Fuß dazwischen. Und der Chip von Jasula ganz links raus zu Dennis Schulte. Kann den Ball annehmen. Schießt den Magdeburger. Jawohl, Einwurf erneut für den OFC. Schnell ausgeführt. Dort vorne auf Röser, der ist schon wieder da. Der wirbelt jetzt. Ja, halb links, ganz links rausgelegt. Okay, da ist er erneut. Den Ball ist jetzt mit der Hacke. Jetzt gespielt. In die Mitte rein. Ah, oh, Blacky. Na, noch einmal. Kommt er noch dran? Ja. Die Offenbacher haben den Ball. Gelb für Blacky. Gelb für Blacky. Gelb für Blacky. Hat das Bein stehen lassen. Also er geht dann, er verliert den Ball. Er geht dann noch nach. Er trifft ihn am Fuß. Ja, kann man so sehen. Mit aller Härte des Gesetzes gibt man da gelb. Vielleicht ist das so ein Ding wie in der ersten Halbzeit. Gleich schnell mal gelb sehen. Der Blacky kann es nicht fassen. Ja, weil so schlimm war es, fand ich jetzt auch nicht. Es war ein Zweikampf und er geht halt hin. Ja gut, er will natürlich konsequent durchgreifen, ja, aber kann auch auf der anderen manchmal Seite ist es ein bisschen zu viel. Ja, das ist ein bisschen einseitig, weil Mokis frühe gelbe Karte. Haben denn die anderen, die Magdeburger auch schon gelb? Nein, noch keine. Und da wäre auch mal eine fällig, vielleicht mal für ein taktisches Foul. Zumal die ja hier nicht wirklich Kinder von Traurigkeit sind. Nein, die gehen ja auch kernig zur Sache. Oh, das war riskant gemacht da. Von, ja, Puttkammer, aber am Ende. Aber gut. Die Offenbacher jetzt immer mehr aufs Magdeburger Tor zu spielen. Und dafür gibt's gelb. Das war der Torschütze, das war die 18. Man muss es nur fordern, dann kommt es auch. Also gelb jetzt auf Magdeburger Seite. Marburg. Gelb. Du sagst auch schon Marburg. Magdeburg, Entschuldigung, alle Magdeburger, bitte entschuldigt. Also jetzt der OFC, der macht jetzt so ein klitzekleines Powerplay. Er hat in der zweiten Halbzeit mehr vom Spiel, das muss man ganz klar sagen. Absolut, das ist und das wäre natürlich jetzt ein Ding über einen Freistoß. Warum denn nicht über einen Standard? Und da ist er wieder, Röser. Am Freistoß steht er. Jetzt muss er die Kugel reinschlagen. Da vorne, da lauert dann der Capo. Da lauert der Müh. Und auch Jasula sehe ich dort mit dem Helm. Na und natürlich auch Modiger, der Herr der Lüfte. Jetzt kommt er reingeflogen, aber das war nichts. Den Ball hätte auch ich heute noch gehalten. Der flog so lange und kam genau auf den Torwart. Ich will jetzt aber auch nicht sagen, er hat ihn angesaugt, den Ball. Aber am Ende hat er ihn gehalten. Ja, aber ich denke, bei dem Kamerad Tischer geht was. Weil hier eigentlich sollte er ja nur noch zweiter Torwart sein. Aber der Erste, der früher bei Union Berlin war, der ist verletzt. Der ist aber auf der Bank nur der Dritte. Also ich sage mal, schießen, schießen, schießen. Aber ein bisschen besser als eben. Jetzt kommt aber erst einmal Blacky. Macht er gut. Sauber gemacht mit der Körpertäuschung. Dann in die Mitte reingezogen. Jetzt halb rechts rausgelegt auf Mangatschwitsch. Ganz rechts, da wäre noch Platz. Genau, da geht er auch hin. Auf Röse, der wuselt auf beiden Seiten. Jasula halb zentral. Naja, sagen wir halb rechts jetzt. In die Mitte reingespielt auf Pintol. Oh, das war ein Missverständnis. Nein, da wollte er den Röse, da wollte er sehr schnell spielen. Aber da konnte der Martin so schnell nicht nachgehen, dass er mal der Ball ins Tor aus Abschlag gibt, Seiten vom Tor von Matthias Tischer hier, der Magdeburger Torwart-Legende, muss man sagen. Er spielt hier seit 18 Jahren im Verein. Und wenn man weiß, dass er erst 29 ist, weiß man, wie jung er herkam. Ist auch in Magdeburg geboren, also wenn einer Stallgeruch hat, dann er. Und er wird ihm gleich bringen, den Ball. Er lässt sich aber auch schon Zeit. Er fängt schon an, dass seine Jungen sich erholen können da vorne. Hier nach 61, knapp eineinhalb Minuten, bringt er den Ball in Zeiten aus. Einwurf für den OFC. Ja, wir werden langsam dominant, will ich es nicht nennen, aber wir entgehen immer mehr der Umklammer. Ja, schon eine optische Überlegenheit, so ganz klarer Fall. Die entwickelt sich schon langsam. Wir müssen halt gucken, die bessere Chance hatte Magdeburg durch Beck eben. Also sieht jedenfalls ganz, ganz anders aus als in Halbzeit Nummer 1. Absolut, also da müssen wir halt irgendwie noch gucken, dass wir was draus machen. Ja, da wird der Mühe fast in die Katakomben gestummt. So, aber da galt meine ganze Sorge Mühe, denn der rannte ja hier mit dem Kopf zuerst auf die Mauer zu. Ja. Das sagt der Mühe auch jetzt dem vierten Offiziellen da. Junge, deine Kameraden am Rand, die sehen aber auch nichts da, ja, oder der in der Mitte. Hat einen ordentlichen Stumper bekommen. So, Einwurf Magdeburg, Jasula per Kopf dazwischen. 25 Meter, 73 Raumgewinn da hier vor unserer Nase. Wird Magdeburg einwerfen den Ball. Hammern ist das. Der Mr. Standard hier beim FC Magdeburg. Ja, wir haben jetzt den Fan hier im Radio vom SV Darmstadt, der grüßt uns und wünscht uns Glück. Der ist richtig begeistert vom OFC, kann ich verstehen. Also insofern, ja, wollen wir mal schauen. Jetzt der OFC wieder zurück im Ballbesitz. Der hat uns jetzt ein paar Mails geschrieben. Da freuen wir uns sehr für die, ja, guten Wünsche. Danke dir. So, jetzt, da wollen wir gucken. Die Magdeburger, halb links rausgelegt. Konter. Abseits. Da war dann am Ende der Beck wohl einen halben Schritt im Abseits. Das hat der Liri super gesehen. Ja, also.
Jetzt wird hier der Schiedsrichter beschimpft mit dem bösen Wort, das mit A anfängt und mit H aufhört. Was kann das wohl sein? Jetzt Daniel Endres beim Abschlag über 60, 65 Meter hat er die Kugel nach vorne buxiert. Blecki unheimlich gelenkig und quirlig. Heute hier dabei Mangafitsch, halb rechts, schön reingelegt. Röser zurückgelegt, Jasula wieder raus auf die rechte Seite, Pintol. Ja, jetzt geht er fast bis zur Grundlinie, kommt die Flanke noch, Eckball. Nein, der ist noch nicht aus. Der Einwurf wird es geben, Einwurf von der Eckfahne. Benny will es ganz, ganz schnell machen, macht er jetzt auch. Wirft da Röser, glaube ich, an. Ja, der wird ja umgestummt einfach. Das ist so plump, seid mir nicht böse. Einfach hinten ins Kreuz reingelaufen. Das wird nun mal normalerweise gepfiffen, sowas. Macht der Schiri auch. Da gehen sie auf den Liri los, der es per Fahne angezeigt hat. Aber liebe Magdeburger, was wollt ihr denn? Wir sind hier ja nicht beim Holzhacken oder was. So, schöne Flankenfreistoß, rechte Seite für Martin Röser. Also das ist doch jetzt unsere Möglichkeit, lieber Lutz. Ja, jetzt sieht es doch richtig gut aus. Okay, wenn du es sagst, ist das ein Befehl? Schilder es, Lars, bitte. Also ich schildere es. Dann steht Röser dort, jetzt. Alles vor der Offenbacher Fankurve. Freistoß. Da wird das Spray noch einmal hingemacht. Und dann stehen sie alle da. Der Herr der Lüfte, Jasula, Müller, Mangafitsch sogar. Und der Kapo, der lauert ganz, ganz hinten. Das wäre die Möglichkeit, jetzt den Ausgleich zu markieren. Und ein Tor, das wäre ja Gold wert, Gold wert. Man kann es ja gar nicht sagen. Selbst wenn die Magdeburger noch eins machen würden, wäre ein Tor mit Gold nicht aufzuwiegen. Jetzt Röser, hochkonzentriert. Er schaut sich erst mal an, wie die da alle rumzappeln im Strafraum der Magdeburger. Jetzt kommt er rein, gechippt, Kopfball, naja, hinten von der anderen Seite noch einmal Schulter. Jetzt kommt er wieder reingeflogen, Faustabwehr oder Brandes. Ah, die Unsicherheit bei Tischer, die ich sage, gerade noch so kommt er da irgendwie mit der Hand dran. Aber richtig bombensicher war das nicht. Einwurf UFC, dann ist Mangafitsch auf der rechten Seite, fast an der Eckfahne ausgeführt. Jasula bekommt den Ball zurück auf Mangafitsch, der gegen zwei. Was passiert da? Ja, sie schießen ihn an, es gibt Einwurf für Magdeburg, aber jetzt stellt sie zu da vorne. Stellt sie einfach zu, holt euch den Ball zurück und seht zu, dass wir den Druck jetzt weiter aufrecht halten. Da jetzt spielt ihr auf die weiße Wand unserer Jungs und Mädels da, der 2000 aus Offenbach, die sich da hinten auch einen Wolf klatschen und singen und versuchen hier anzukommen gegen diese stimmliche Übermacht der Magdeburger. Und jetzt der Ball, der Einwurf, er kommt weit verlängert von Beck, aber Jasula bringt er den Mühe. Am Strafraum ist er schon, der Mühe. Schön rausgechippt, kriegt den Kapo, lauf! Kann er nicht kriegen, das war ein bisschen zu weit, aber großer Laufeinsatz. Und das zeigt, die Offenbacher sind jetzt wieder am Drücker. Absolut, 65,5 Minuten gespielt. Ich denke mal, so langsam müsste bei Magdeburg so die Luft ein wenig rausgehen. Die haben ja verdammt viel hier investiert in der ersten Halbzeit. Und ich glaube einfach, dass unsere Jungs die fitteste Mannschaft sind, die so in den, ja, ab der zweiten Liga abwärts gibt, ja. Körperlich werden sie uns hier nicht beikommen können. Da können wir vielleicht noch am Ende eine Patrone nachlegen. Der Abschlag von Tischer kommt hier raus. Hamann leidet weiter. Der Kopf von Pintol erst einmal. Da, ja, Müller hat jetzt ein bisschen den Arm raus. Da gibt es einen Freischuss für Magdeburg. Also das Ganze auf der Mittellinie, da wir jetzt 66,5 Minuten gespielt haben. 1:0 steht es noch immer für die Sachsen-Anhaltiler, die Landeshauptstädter. Also getragen von über 20.000 heimischen Fans, 2.000 aus Offenbach. Die geben hier auch richtig Vollgas, so wie die Buben auch dort ganz in Rot spielen. Magdeburg jetzt erst nochmal beim Freistoß. Hammer ist es, Mr. Standard. Oh yeah, jetzt geben sie mal richtig laut. Freistoß kommt gut, aber rausgeköpft erst einmal von Kapo. Und im Laufduell da Blacky Schwarz versucht ihn rüber zu köpfen, schafft er erstmal nicht. Magdeburg kann er den behaupten. Schön gemacht, technisch anspruchsvoll, aber Schulte hat den Braten gerochen, schlägt den Ball raus. Benny Pintol, ui, per Kopf. Und Meier hat aufgepasst. Und jetzt können wir vielleicht kontern. Ja, das ist die Möglichkeit zum Konter jetzt für den UFC. 3-2. Kapo kommt dort. Nein, was pfeift er denn abseits? Abseits. Und ich glaube, er hat recht. Der Kapo war halt im Abseits und dann geht er auch zum Ball. Und da muss das Fahnderl hoch. Da hat der Röser, entweder war der Kapo einen Schritt zu schnell oder der Röser, er konnte nicht langsamer spielen, weil er grätscht ihn ja fast zum Kapo. Aber das war korrekt. Ich glaube, das war korrekt. Aus unserer Sicht war es korrekt. Und wir sehen es ja eigentlich noch schlechter als der Liri. So, aufpassen wieder. Mocky passt mir da auf gegen den Kameraden Beck, den Christian Beck. Eieiei.
Hui, ist das spannend. Ganz klarer Fall. Knapp 70 Minuten gespielt. 68 in der Tat jetzt. Und 1-0 steht es noch immer. Aber ein Treffer, der ändert alles, alles, alles. Die Magdeburger jetzt zurück im Ballbesitz über die rechte Seite. Aber schon der OFC wieder dazwischen. Viel, viel stocksicherer als in der ersten Halbzeit, als die Magdeburger hier auftreten. Und da gibt es auch die Räume. Wieder umgehauen. Das geht mir auf den Sack. Ja, das ist schon wirklich... Das Gelb ziehen. Das geht nur auf die Knochen. Ja, das ist schon wirklich eine rüde Gangart, die die Magdeburger hier veranlagen. Aber gut, jetzt wollen wir schauen. Also, der OFC, der ist zumindest jetzt im Vorwärtsgang. Gleich wird es Freistoß geben. Ich habe nichts gegen kerniges Fußballspiel, aber der Ball ist weg und er wichst ihm richtig die Füße weg. Das kann, nee. Da kannst du auch einfach bei so einem Ding auch mal rot ziehen, ja. Weil das geht allzu weiter dauernd bei Benny Pintol. Also Freistoß OFC, 69 Minuten gespielt. Jetzt kommt er dort reingeflogen, aber dann Casula verlängert. Mangafitsch kommt dann nicht wirklich an die Kugel. Rico, der schaut nochmal, was könnte man hier machen. Gibt nochmal taktische Anweisungen. Einwurf wird es geben. Das Ganze hier schon tief in der Hälfte der Magdeburger. Ja, der Schiri verlegt den Tatort noch ein bisschen zurück. Zurückgeworfen auf Modica. Ja, Kombinationsspiel auf engstem Raum. Schön reingechippt auf Pintol, aber dann ist er weg. Ja, Puttkammer schlägt den Ball raus. Der Ausputzer da hinten, sowas wie ein Ausputzer. Früher hat der Katsche so gespielt, der schwarze Beck. Die Bälle einfach rausgebolzt bei den Bayern. Und jetzt Einwurf. Mangafitsch, nein, den kriegen wir nicht. Jetzt müssen wir wieder auf den Konter aufpassen. Weiter, weiter Ball. Und da ist Beck im Laufduell mit Modica. Modica, noch ist er im Vorteil, wird über den Haufen gerannt. Pfeift er nicht, Beck im Strafraum. Jetzt fällt's. Nein, Meier, du Held, der passt auf. Er schiebt seinen Fuß dazwischen. Riesenchance. Aber das musst du pfeifen. Ja, das ist schon sehr, sehr unverständlich, dass er hier die harte Gange hat. Der Magdeburger nicht bestraft. Und dann geht es natürlich so solche Geschichten auch noch dazu. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber gut, Freistoß. Nee, was wird es denn geben? Einwurf wird es geben, oder was? Was? Ja, was macht er denn jetzt? Jetzt gibt es einen Freistoß für Magdeburg. Einwurf, was ist das denn? Also, das muss man nicht verstehen. Also Mangafitsch, hau die Kugel nach vorne, komm. Ja, das macht er jetzt erst einmal aber kontrolliert auf Müller mit dem Kopf verlängert. Schön, Röser nimmt den Ball mit. Allerdings, ja, 4-5 Blaue gegen, ja, 3 Rote. Puttkammer, der bolzt da hinten nur, aber das ist ärgerlich. Aber es gibt einen Einwurf für den OFC in Höhe des Strafraums. Überlässt erst einmal der Martin Röser dem Dennis Mangafitsch. Der Benny, der Röser, bieten sich an. Benny bekommt den Ball, aber aufgepasst hat der Magdeburger den Ball angenommen. Da wollen sie raus. Jetzt können sie 3-2, Kontersituation. Meier im Laufduell mit Beck. Und was gibt's da? Freistoß für Magdeburg. Okay. Wartet er den Vorteil ab? Den gibt's nicht. Also pfeift er da. Ja, aber da hinten, oder? Ja, natürlich. Im ja, Ende, ja. Natürlich. Meine Herren. Vorne war nichts, das hat der Stefano Meier. Ja, dann habe ich sehr, sehr gut gemacht. Habe ich nämlich gar nichts gesehen. Ich hatte mich schon gleich nach vorne da konzentriert. Ja, 19 Minuten noch zu spielen. 1-0 liegen die Magdeburger immer noch in Front. Und der Offenbacher deutlich besser im Spiel als noch in Halbzeit 1. Vielleicht geht ja noch was. Ja, also hier der Fuchser, der Spielmacher, der lässt sich auch immer weiter fallen. Also dem Herr läuft nicht mehr auf der allerersten Rille. Und jetzt Magdeburg, über rechts kommen sie auf. Passen müssen wir, Puttkammers. Flank in Strafraum, Eckes ist da, am kurzen Pfosten nimmt er den Ball auf. Beeilt sich und wirft weit, weit ab auf Benny Pintol. Fällt das da mal hin. Nächster Ball. Das ist die Konterchance über Pintol. Komm, nach vorne schlagen. Ja, da wird er wieder gefällt. Pfeift er wieder nicht. Pfeift er wieder nicht. Pintol wird hier eins ums andere Mal über den Haufen gerannt und er lässt es laufen. Aber jetzt hat der Mocky aufgepasst, der Manga. Macht's auch gut, schießt den an den Magdeburger. Einwurf für die Kickers an Höhe der Mittellinie. Auf Casula, wieder Mangafitsch am Ball. 1-2 Übersteiger zu Mocky zurückgespielt. Und Mocky findet da, ja, den Mühe. Hat sich weit fallen lassen. Röser, halb rechts. Auf Karpek! Und da ist der Ball im Tor, aber das zählt nicht. Donnerschlag. Tja. Weiß nicht. Ich vermute, dass es stimmt, aber ich kann es nicht gesehen haben. Er war sehr frei und da bist du meistens im Abseits. Jetzt wird ausgewechselt, jetzt kommt Becker, Fabi Becker. Also er wird wohl für Pintol kommen, denke ich. Mal, der ist mittlerweile. Denn der Pintol, da ist ja nichts Heiles mehr an ihm dran. Röser geht. Okay.
Na, das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn der Fabi das Ding hier noch richtig gut gestalten könnte. Ja, Fabian Becker im Spiel. Röser raus. Oh, was haben wir hier gespielt? 17 Minuten hier noch zu spielen. Ziemlich genau 17 Minuten zu spielen. Und Magdeburg am Ball. Beck lässt prallen, aber Mangafitsch passt auf. Der Ball, der nach vorne kommt, aber nur in einen Magdeburger Fuß. Gleich wieder nach vorne winkt. Beck zieht den Kopf ein. Nächster Ball, Eckes kommt raus, nimmt ihn auf. Kein Problem, keine Gefahr. Ja, und jetzt wieder weit abschlagen. Ganz klar, das macht er auch. Und da kommt er vorne runter. Da könnte Fabi Becker vielleicht. Nein, nein, da kam er nicht dran, da war er zugedeckt. Pintol, na immer zwei drauf in die Zange, natürlich, ganz klar. Aber die Offenbacher, die behaupten sich, ja, 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 die geben jetzt auch richtig Vollgas. Becker mit der Flanke dort vorne rein, aber dann... In Mühe suchen, aber da war ein Kopf dazwischen. Und die Magdeburger kommen wieder. Ei, 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 gefährlich, halb rechts kommt er im Laufduell. Mit Meier spielt nach vorne. Mocky passt auf, Mocky passt auf. Aber immer noch, Fuchs ist da jetzt, chippt ihn rein, er rutscht durch. Eckes kann aufnehmen. Da haben sie dann... Doch ein bisschen Glück am Ende, dass sie zu ungenau spielen. Vielleicht ist das schon der beginnende Kräfteverschleiß bei Magdeburg. Da werden die Schritte etwas schwerer. Toller Pass von Fabi Becker. Capo lauf, den Ball holst du dir. Hat ihn, nein, er kann ihn nicht kriegen. So ein Mistabschlag gibt's für Magdeburg. Er wirft den Ball schon dem Tischer hin. Sagt, Junge, beeil dich. Gleich 75 Minuten gespielt. 74 und 16 genau. Abschlag gibt's für Magdeburg. Der OFC ist absolut hier im Spiel, also schämen müssen wir uns nicht. Umso ärgerlicher, dass es hier 1-0 steht. Und jetzt wechselt auch Magdeburg. Sind noch mindestens 15,5, vielleicht sogar 17 oder 18 Minuten zu spielen. Und es geht ja nur um eines und genau um ein Tor. Darum geht es ja nur. Also, wie ich gesagt habe, der Lars Fuchs, der ist platt. Der Lars Fuchs, der ging auf der letzten Rille. Der schleppt sich hier vom Feld. Scheid kommt. Das war zu erkennen, der hat sich immer weiter fallen lassen. Und jetzt ist Scheid für, von der Scheid, wie er hier ausgesprochen wird, und Fuchs vom Feld. 15 Minuten noch zu gehen, plus das, was der Schiri drauf gibt. Und es gibt Abschlag für Magdeburg, da hinten von Matthias Tischer, der den Ball gleich bringen wird. Auf seiner linken Torseite schlägt dann wieder hier zu uns rüber. An der Mittellinie kommt er runter, Mühles durch, Modica. Ei, Fuß war da hoch. Kannst du auch mal pfeifen, dass der Fuß hoch war? Und Magdeburg. Ja, jetzt kommen sie über die halbrechte Verbindung. Da wird er wieder für Magdeburg pfeifen, natürlich. Okay, der Capo hat da schon ganz schön einen durchgezogen. Aber ich denke mal, das kann man umgekehrt auch mal machen. Ja. Aber Schiri lässt laufen. Ja, also er hat gibt kein Gelb. Seltsames Maß. Aber der Capo hat er zumindest mal gezeigt, Junge, nicht nur wir wissen, was Schmerzen sind, du weißt es jetzt auch. Absolut. So, also noch 14 Minuten offizielle Spielzeit, aber es wird natürlich noch was drauf geben. Und jede Sekunde, die es noch drauf gibt, die gibt uns die Möglichkeit, ein Ding zu machen und das brauchen wir. So, jetzt erst einmal die Magdeburger, aber dann schön geklärt dort hinten von Blecki, der heute eine sehr, sehr ordentliche Partie macht. Absolut. Also ich denke mal, die machen alle ihr ordentliches Spiel. Wir haben so die erste Viertelstunde gesucht und versucht, dass wir da in die Ordnung finden. Aber danach haben wir eigentlich immer besser ein Spiel gefunden. Wir hatten auch 23.100. Also nicht ausverkauft. 23.5 war das Fassungsvermögen. Das sind ja auch ein paar Plätze frei, die sehen wir. Ja, das sehen wir ja. Ja, okay. Aber gut, jetzt erst nochmal Gefahr dort. Die Magdeburger kommen allerdings erst einmal verrissen, der Ball. Und so wird es Einwurf geben für den OFC, Mangafitsch. Also hier auf der rechten Seite am eigenen Strafraum. Weg die Hulla, ganz klar, Jasula. Und Benny Piltol, ja, kommt da noch Müller, ja, nein. Schade, schade, der halbe Schritt, der fehlt, aber wir arbeiten uns ran. 77 Minuten gelaufen, Einwurf, OFC da vor der Trainerbank. Und Dennis Mangafitsch ist da, wirft Benny Piltol an, der sich wieder gegen zwei macht. Er schön auf Klaus Jasula durchgesteckt, der wollte den Blecki da ins Spiel bringen. Aber ein bisschen zu schön gemacht von Jasula. Oh. Jetzt wird's gefährlich, die Magdeburger kontern. Ui, jetzt klingelt's, Achtung. Modica rettet, Donnerschlag, komm, und jetzt stecken wir den einen rein, auf, rechts, komm, Mangafitsch, zieh, Manga, zieh, und dann ist der Ball im Aus. Also drei gegen Eckes und Mocky kann noch klären, Leute, da haben wir Glück gehabt, aber ich sage mal, sie sind nicht mehr topfit, die Magdeburger, und unsere Jungs machen noch einen ziemlich frischen Eindruck.
Vielleicht spielt das am Ende in unsere Karten. Und wenn nicht heute, dann am Sonntag, weil Magdeburg hat keine Sekunde länger, um zu regenerieren, wie unsere Jungs. Und jetzt gibt es erst einmal einen Freistoß, wo es den Blecki da erwischt hat. Hier 12 Minuten vor dem Ende, gleich 78 Minuten gespielt. Und wir müssen nochmal alles in die Waagschale werfen. Das haben auch die Offenbacher Fans, die 2000 ganz in weiß gekleideten dort hinten verstanden. Sie geben alles, sie feuern an und die Jungs, sie kommen über die rechte Seite. Erst einmal abgeblockt mit dem Kopf, aber dann Mangafetsch schon wieder hochgesprungen, den Ball auf Pintol gespielt. Jetzt kommt er dann auf die rechte Seite. Dann allerdings brachial, erst einmal rausgeschlagen. Modica, ja, springt das Spielgerät dort vorne wieder rein. Da im Nachsetzen hat er auch den Kopfball gewonnen. Allerdings geht dieser ins Aus. Einwurf Magdeburg tief in deren eigene Hälfte. Ja, da war er jetzt langsam immer den Schritt schneller gegen den Christian Beck, der da unten sich auch schon über die Stirn wischt, der schon ein bisschen gebraucht guckt da und auch nicht mehr ganz so hoch steigt. Was ist da? Ausball, klar, deshalb die Fahne hoch. Abseits konnte es nicht sein. Einwurf für Magdeburg, da fast an der Mittellinie von der linken Seite. Jetzt wartet Hamann auf den Ball und da hinten der Balljunge, der ist ein bisschen am Einschlafen. Ja gut, so langweilig ist das Spiel auch nicht, dass man hier einschlafen muss. Einwerfen werden sie, 79 Minuten gespielt. Sie führen 1:0 durch das Tor von Hebisch nach 40 Minuten. Und der UFC läuft seitdem hinterher. Wir hatten Möglichkeiten, wir enttäuschen hier nicht. Ah, Pintol, der ist zwar hier schon so oft gefällt worden, aber immer noch steht das ein Mann und jetzt auf Fabi Becker gespielt, ein bisschen zu weit vorgelegt. Da ist der Ball erst einmal im Seitenaus oder immer noch nicht. Nein, der kriegt ihn doch tatsächlich noch. Nein, Gott sei Dank. Da haben wir Glück, dass er erst abgestoppt hat, wäre er gleich volles Rohr durchgelaufen. So, sage ich mal, der Weg war umsonst. Wieder ein Sprint von 35 Metern für die Katz. Das geht langsam unten in die Waden rein und es gibt Abschlag vor dieser hüpfenden blau-weißen Wand da, Daniel Endres. Ganz cool steht er da in sein Tor und rotzt die Hula vor auf die halbrechte Seite. Müller verlängert, Benny Pintol sollte ins Spiel gebracht werden von Fabian Becker. Aber Magdeburg kann das da mal klären, hin und her jetzt nur noch weite Schläge. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hinten keinen Stockfehler. Aber Mocky, der rutscht da erst einmal weg, aber der Fuß noch dazwischen. Dennis Mangafetsch eilt dabei mit Klaus Jasula. Weil sich befreien fehlt, was? Der Klaus links außen, den kriegst du nicht. Wieder 20 Meter sinnlos dafür den Beck, für den Torjäger Christian Beck. Und wir haben Abschlag, 80 Minuten 17. 10 Minuten mindestens noch, aber es wird noch was draufgeben, ganz klarer Fall. Der UFC, der ist mittlerweile richtig gut im Spiel, allerdings muss er natürlich den Magdeburgern immer wieder auch mal Räume gewähren und dann stoßen sie natürlich schon gefährlich, aber auch nur noch mit halber Kraft rein, sonst hätten sie schon den Abschluss gemacht. Das ist so, vorhin bei diesen klaren Angriffssituationen, da hast du gesehen, dass da bei Magdeburg auch schon die letzte Konzentration weg war, nicht mehr so da war. Also 3-1, das musst du nochmal zu Ende spielen. Da haben wir Glück und Mocky gehabt. Jetzt gibt es einen Freistoß. Da zupft er ihn ein bisschen nieder, den Christian Beck. Aber der nimmt das dankbar an. Aber schon beim Aufstehen hast du gesehen, ganz frisch sah das auch nicht mehr aus. Also vielleicht. Ja, diesen Standard auf jeden Fall überstehen. Und dann gucken, dass wir vielleicht selber noch irgendwas kreieren können hier. Und in der, sagen wir, in der 88. Minute muss spätestens Van der Burg nochmal kommen. Der knipst noch einen rein. Normalerweise ja. Jetzt aber erst einmal Hammern mit rechts wieder. Der Ball kommt weit auf Eckes, der runterpflückt da in seinem Torraum. Und da hat er es eilig. Der Magdeburger stellt sich ihm in den Weg. Schiri sagt, komm, mach weiter. Und der weite Ball von Daniel Endres auf halb links. Da geht der Magdeburger hoch, per Kopf erst einmal geklärt. Aber da ist der Mühe noch ganz weit hinten. Da konnte er gar nicht aufrücken. Jetzt gibt es ein Hin und Her, weiter Schlag. Linke Verteidigerposition, der geht aus. Eckes holt sich schon gleich den nächsten Ball. Lässt den da hinten im Niemandsland liegen. Aber ihr Balljungens, gebt dem Eckes doch den Ball. Balljunge rückt den Ball nicht raus, meine Herren. Donnerschlag. Also, Abstoß wird es geben für Eckes. Ja, was hat er denn jetzt verzögert? Also komm, hau die Hula weg, genau das macht er jetzt. Ja, weiter Schlag Müller, erst einmal per Kopf dran an der Mittellinie der Ball. Da ist ein Kampf um den Ball, erst einmal Mocky hoch, 1-2 Kopfballsituationen. Da ist der Torschütze, oh, da bringt er den Ball, schön gemacht von Meier. Toller Rückzieher, bevor da hinten am Ende der Christian Beck frei in den Strafraum kommt. Ei, diese Kontersituationen, da spielen wir schon relativ offen, aber ein bisschen müssen wir es auch tun. Obwohl, ich weiß nicht, ab wann ist es besser,
das 1:0 zu sichern oder auf das 1:1 zu gehen, damit du kein zweites kriegst. Ja, ich muss auf jeden Fall ein Tor machen. Also okay, insofern musst du schon weiter nach vorne spielen und das werden wir auch tun. Bei uns sehe jedes Ergebnis. Natürlich, wir machen auch noch was. Also komm jetzt. Freistoß vorne reinschlagen, verlängern, Müller, genau das macht er. Ja, Kopfball erstmal raus. Casula rechts rausgelegt auf Mangafic. Kopfballstaffette. Becker kommt da nicht ran. Aber noch immer nicht ganz geklärt auf Magdeburger Seite. Das bringt den OFC noch einmal ans Spielgerät mit Mangafic. Jetzt über die rechte Seite. Durchgetankt. Nein. Da ist er gestolpert. Schöner Freistoß da von Mangafic. Habe ich nichts gesehen. Doch. Fußball raus. Fahne war sofort oben. Unten zieht es den Manga. Zieht das Standbein weg. Also das Dribbelbein. Und da gibt es jetzt einen Freistoß für den OFC. Benny Pintol genau fast an der Strafraumkante da auf der rechten Seite. Wird Benny Pintol den Ball bringen. Jetzt heißt Daumen drücken, kollektives Daumen drücken. 83,5 Minuten. Das wäre der Zeitpunkt für ein 1:1. Irgendwie liegt es in der Luft, dass sie die Wurst da jetzt irgendwie reinbuxieren. Benny macht das. Die Mauer wird zurückgeschickt. Also diesmal musst du ihn reinquatschen. Ich habe es vorhin versucht. Ich werde so Zuckerfuß, mach es. Schweiß den Ball auf irgendeinen Kopf, der ihn versenkt. Benny Pintol beim Freistoß. Massenandrang im Strafraum der Magdeburger. Das Pfeifkonzert, ihr hört. Benny Pintol, er bringt den Ball. Der kommt schön. Ach, nur verlängert. Da ist Meier noch im Laufduell. Kann er den bringen? Will ihn sofort bringen in den Strafraum. Schade, keiner zum Nachschuss. Konter für Magdeburg. Schlampig gemacht. Wir sind immer noch am Ball. Jetzt kann Und Becker über die rechte Seite. Der könnte jetzt hier in die Mitte reinflanken und dann wird er zu Fall gebracht. Aber nein. Schiri steht gut, steht daneben, sagt nein, kein Elfmeter, das wäre Monika gewesen. Die Magdeburger, die können sich jetzt erst einmal befreien und über die rechte Seite. Ja, aber die Offenbacher schon wieder zurück. Dann allerdings Einwurf. Ja, das sind wertvolle Sekunden für Magdeburg. In dem Fall ja, aber sie kommen, wollen unser Tor wieder bespielen hier. 84,5 Minuten gespielt. 1:0 unveränderter Spielstand. Eben hatten wir wieder eine Möglichkeit. Vielleicht können wir noch eine kreieren, aber jetzt heißt es erst einmal hinten aufpassen, dass da nicht noch irgendwas passiert, was das Rückspiel unangenehmer machen kann. Einwurf kommt. War noch ein Handspiel oder was? Nee. Kopfball von uns. Es gibt einen Einwurf für Magdeburg. 20 Meter Raumgewinn. Jetzt sind sie schon etwa 15, 20 Meter vom Strafraum weg. Nächster Ball, nächster Versuch da von der rechten Seite. Fliegt der Ball, ja, in Rechtsaußenposition. Angenommen, zurückgespielt. Kommt die Flanke, nein, wird gestoppt. Können wir den Ball holen? Nein, reingechippt, Schulte, humorlos. Und vorne holt ihn der Mühe und Kapo. Linksaußenposition. Ist aber ganz allein auf sich gestellt. Immerhin, den Einwurf rausgeholt. Und das gibt wertvolle Zeit. Die Offenbacher können aufrücken. Jetzt verteilen von Bintol. Rüber auf die rechte Seite, da steht der Kumpel. Nämlich Mangafic. Ja, was macht er? Jetzt Flanke in die Mitte rein. Ah, noch einmal. Ja, vielleicht aus dem Hintergrund. Oh, da humpelt er schon, der Meier. Kann gar nicht mehr richtig laufen. Aber gut, jetzt kommt die Flanke von Schulte. Dort in die Mitte rein. Ah, Casula. Kommt dann nicht richtig ans Spielgerät. Ball im Aus. Zustellen da vorne, zustellen. 85 Minuten, 48 Einwurf für Magdeburg im eigenen Strafraum. Der schleicht da förmlich zum Platz. Ich denke mal, der Schiri sagt ihm gerade, Junge, beeil dich da ein bisschen. Sag das deinem Kameraden, sonst lasse ich nachspielen. Jetzt heißt es zustellen, Ball zurückerobern. Fabi Becker ist da bei Beck und wir haben den Ball Mühe. Fast am Strafraum ist er, macht er. Hebt den, schießt das doch mal Richtung Strafraum. Da ist noch Getümmel. Aufpassen. Hüpft durch. Na, der Tischer war da cool. Kann den Ball aufnehmen. Oh, das war ein ganz übles Ding, was da durchditscht. Unheimlich drall noch der Ball. Ja. Das war da nochmal richtig gefährlich. Aber die Sekunden, sie verstreichen. Und jetzt muss er irgendwie, aber Rico macht keine Anstalten, dass da vielleicht von der Burg noch gebracht würde. Nein. Kapo ist am Ball. Er kann auch den Spielfluss hier nicht unterbrechen. Das kann er nicht tun, das darf er nicht tun. Jetzt kommt da Sascha Korb noch, der läuft sich da erst einmal warm. Wahrscheinlich ist Stefano Meier hinten am Humpeln, wie du es gesehen hast. Jedenfalls kommt der Sascha noch einmal bei, um hier, ja, 87 Minuten gleich gespielt. Mal gucken, wen er ablöst. Schauen wir mal. Sascha Korb vor der Einwechslung. Einwurf für Magdeburg am eigenen Strafraum von der linken Seite. Hammern auf Beck, der verlängert. Mangafic passt auf, der Torschütze verlängert. Mocki zurück auf Daniel Endres gespielt, der Ball
Beste, was er machen kann. Und der Eckes zentral weit, weit nach vorne gespielt. Hamann per Kopf, das war nicht. Pintol, der kommt da noch an die Kugel. Jetzt geht er rein, wird er natürlich wieder niedergemacht. Ganz klarer Fall. Aber Freistoß wird es geben, lieber Lutz. Jetzt hast du einmal du probiert, einmal ich zweimal. Alle guten Dinge sind drei. Ja, jetzt klingelt es. Also jetzt bin ich wieder an der Reihe, Benjamin Pintol. Naja, da wollte er eben schnell ausführen. Jetzt muss er sich doch noch ein bisschen gedulden. Aber die Offenbacher, die bauen sich dort schon noch wieder auf. Dann so rund um den Elfmeterpunkt. Da könnte er reinkommen, da fliegt er auch rein. Jetzt erst einmal da hinten auf den zweiten Pfosten. Dann Freund und Feind vorbei. Ja, da war der Stefano Meyer. Irgendwann im entscheidenden Moment zieht er da irgendwie den Kopf weg oder so. Schade, da hätte ich gerne einen Mocky gesehen. Der hätte ihn vielleicht gesucht mit Macht. Gleich hier die 88. Minute. Ja, Blacky Schwarz geht runter. Riesenpensum. Sascha Korb kommt rein. Ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber gut, muss ja auch nicht alles verstehen. Der Rico wird schon richten. Er wird schon richtig machen. Blacky hat gelb. Das ja. Vielleicht. Und bei den Kontersituationen ein dummes Foul. Hat er gelb-rot. Das muss nicht sein. Sascha Korb kann die Position ja auch spielen wie kein anderer. Und der Abschlag von Tischer fliegt wieder in unsere Richtung. Fabi Becker geht hoch, köpft den Magdeburger an, somit Einwurf OFC hier. Also die letzte Spielminute beginnt in 25 Sekunden und der OFC, ja, spielt nach vorne, jetzt über die rechte Seite mit dem Einwurf. Kopfballverlängerung, Mangafitsch, dann ist der Ball erst einmal in der Luft, dann gibt es Einwurf. Kommt Steven von der Burg tatsächlich, er kommt. Das ist die Wunderwaffe, Lutz. Ja, die einzig wahre Wunderwaffe, Steven von der Burg, aber erst einmal Einwurf, Sascha Korb, und er kann das ja richtig weit, und das macht er auch, schleudert den Ball in den Strafraum, Elfmeterpunkt verlängert, haben wir dann eine Schusschance, Meier zieht ab, geblockt, eieiei, das wäre ein Ding. Jetzt nur hinten aufpassen, denn da sind sie gefährlich bei Konter, und da kommen sie über die rechte Seite, oieiei. Ja, was war das? Gelb, gelb für Klaus Cesula. Jetzt geht's aber rund dort. Gelb für Cesula. Ah ja, also die sind nicht von Traurigkeit hier. Und ich sagte erst, dieses Laufduell der Blacky und er muss faulen, dann hätten wir gelb-rot gehabt. Also, das war korrekt, ein Laufduell. Der Magdeburger war schneller, der Klaus, der reißt ihn erst einmal um. Sie haben einen Freistoß, den haben sie. Ja, schräge 35, 38 Meter in Rechtsaußenposition. Etwa eine Hälfte der Kickershälfte, also ein Flankending, aber aufgepasst dieser. Ja, hier hinten, ja, da muss man was machen, guck mal da hinten. Ja, 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 da alles frei, frei da auf der linken hier. Seite. Aber der Böck, der ist eine Kante. Zudecken. Jetzt Konzentration, die offizielle Spielzeit ist jetzt rum. Und Steven von der Burg, der kommt noch, der kommt noch. Aber sehr, sehr spät. Hätte man ihn vielleicht eher bringen können. Aber gut, egal. Eine Minute Nachspielzeit. Also, zeigt da an. Das heißt, es sind noch 2,5 Minuten dann offiziell zu spielen. Und jetzt müssen wir erstmal diese Situation überstehen. Also, Magdeburg mit dem Freistoß. Lieber Lutz, da muss das Ding raus jetzt. Absolut. Erst einmal die Flanke von rechts ist es wieder. Kommt gefährlich. Müller per Kopf zum Eckball. Ui. 91 Minuten gleich gespielt, das heißt noch 2 Minuten nach diesem Eckstoß. 1:0 führen die Sachsen-Anhaltiner. Ja, und der OFC war in der zweiten Halbzeit richtig gut im Spiel. Aber wir brauchen noch ein Ding. Immer noch nicht gewechselt. Kann ja nicht. Ja, jetzt wird es wohl gehen, aber jetzt will auch Magdeburg noch mal wechseln. Da steht. Ja, und jetzt kommt der Wechsel dann. Dann hat Steven von der Burg nur die Möglichkeit, in einer einzigen Minute, 60 Sekunden bleiben, Steven von der Burg. Lang. Ja, wer bringt den Steven nicht? Doch, ist er doch. Ja, wer bringt ihn noch nicht? Er hätte ihn ja eben bringen können, tut er nicht. Jetzt gibt es erst einmal den Eckball zu überstehen. Mit links wird er getreten, dreht sich aufs Tor zu, da von der rechten Seite. Jetzt kommt er sehr, sehr kurz gefährlich, Benny Pintols Kopf. Erst einmal raus mit dem Ball. Jetzt zweiter Ball, Schulte, pass mir auf, da wieder Magdeburg, nicht weit genug. In Rechtsaußenposition eingewechselt, der Scheid ist das. Schusschance, Pfosten, Endres, Glanzparade, Daniel Endres, mir bleibt das Herz stehen. Also. Nach dem Pfostenschuss hält er den Schuss aus 2 Metern, das wäre es noch gewesen. Also jetzt soll er meinetwegen abpfeifen, denn das 1:0, das geht mehr als nur in Ordnung. Die hatten 1000-prozentige. Und damit müssen wir jetzt einfach leben mit dem 1:0. Dann müssen wir halt 2 Tore mehr machen im Rückspiel in Offenbach. Und das können wir ja. Ganz klarer Fall.
Aber was gibt's denn? Tatsächlich, jetzt kommt Steven van der Burg. Hätte noch 30 Sekunden. Naja, das könnte ihm reichen. Reicht ihm ja. Müller geht runter, van der Burg kommt. Und also, er wird jetzt seine letzte allerletzte Chance jetzt. Einfach nur nach vorne hauen. Und dann hoffen und beten, dass van der Burg oder wer auch immer trifft. Das wäre ein Ding. Steven van der Burg und Daniel Endres schießt den Freistoß aus der eigenen Hälfte hoch in den Strafraum. Der kommt erst einmal rausgeschlagen. Manga noch dazwischen. Sascha Korb auf Jasula, halb rechts. Dann schiebt er rein. Manga im Strafraum. Der bringt die Flanke. Eckball! 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 Nochmal! Und jetzt muss das Ding rein! Jetzt muss das Ding rein! Alle tief! Alle nochmal in die Pintol! Pintol beim Eckball auf der rechten Seite. Jetzt kommt er reingeflogen. Kopfball, aber abgewehrt. Nein, zweite Reihe. Schuss und das war's. Das wird's gewesen sein. Fertig, aus, Schluss. 1:0 verliert der OFC. Aber die Ausgangssituation, sie ist noch offen. Sie ist in Ordnung. Ein Tor ist allemal aufzuholen. Wir haben eine gute Leistung hier gebracht in diesem Hexenkessel. Und am Ende hat uns der Eggers, der Daniel Endres, mit einer Weltklasse-Parade noch im Spiel gehalten. Sie hatten die besseren Chancen. Das 1:0 ist okay. Geht in Ordnung. Aber unschlagbar sind diese Magdeburger nicht. Damit verabschieden wir uns am Mikrofon und sagen Tschüss, Lars Gessner. Und Lutz Kammermeier, ciao ihr Leute, am Sonntag auf dem Berg. Bis dann.